So, meine lieben Zuschauer, jetzt auch nochmal nach dem privaten Vorabplausch nochmal offizielle Grüße hier. Wir starten die Aufzeichnung. Im Übrigen habe ich gerade das Video hochgeladen hier von der ersten Session. Ich werde es gleich online stellen, das nochmal als Tipp an dieser Stelle. Ja, herzlich willkommen nochmal, liebe Zuschauer, zur heutigen JFD Live Trading Session mit ATT Trading heute am Start. Freue mich, wir haben am Vormittag ja schon einen guten Plausch gehabt über 2,5 Stunden. Das war wieder genau das, was wir uns vorstellten. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr heute jetzt wieder am Nachmittag zugegen seid, auch wenn hier die Statistik wieder zuschlägt im Sinne von, wir warten noch auf Teilnehmer, die jetzt sukzessive reinströmen, aber heute Vormittag war es von der ersten Minute an schon voller. Aber lassen wir das mal auf uns zukommen. Wir haben ja jetzt noch ein paar Minütchen Zeit. Wir haben jetzt gleich 14:30 Uhr die Wirtschaftsdaten und heute sprechen enorm viele Notenbanker. Ja, der ein oder andere, der hier auf den Terminkalender geschaut hat, wird es festgestellt haben, hier ab 16 Uhr rockt es ein Stück weit. Wir haben auch hier 14:15 Uhr nochmal eine Rede jetzt, die beginnt gerade in Frankfurt. Wie gesagt, zurzeit sind die Notenbankreden ja irgendwie on vogue. Das war früher gar nicht so oft der Fall. Aber zurück zum Thema. Wir werden jetzt hier 14:30 Uhr mal sehen, wie Stefan von ATT hier von einem Schüler zum Ausbilder und auch Trader geworden, den Markt covert, bewertet, analysiert. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, dass wir hier mal sehen, wie auch die Position von morgen, die DAX-Short-Position verwaltet wurde. DAX hat sich ja unlängst jetzt gerade erholt. Und ja, so werden wir uns heute mal sukzessive durch den Markt wieder arbeiten. JFD Brokers, wie gesagt, ich hoffe, ihr kennt uns. Die Jungs, die bei ATT sind, werden mit uns schon auf Tuchfühlung gegangen sein. Alle anderen, wir sind hier sicherlich mit einem einzigartigen Modell, nämlich dem Agenturmodell am Start. Intermediär, reine kommissionsmodellbasierende Ausführung, klassisches Brokerage. Wir nehmen eure Order ohne Fake, ohne Spielchen, ohne Casino-Treibereien, geben die ungefiltert an den Markt und genauso kommt sie auch zurück. Das ist auch der Grund, warum wir echte Core-Spreads anbieten. Und auch viele andere Vorteile haben und auch in professionellen Händlerkreisen sehr, sehr beliebt sind. Ich spreche hier von Family Offices und kleinen Vermögensverwaltungen, die sich hier mit uns in einer sehr guten Partnerschaft befinden. ATT, wie gesagt, ja auch im Vermögensverwaltungsbereich aktiv, aber hier primär auch, da geht es auch heute Abend nach der Nachmittagssession insbesondere weiter, natürlich auch im Ausbildungssektor. Sprich, hier werden sozusagen eigene, sage ich mal, Krieger rekrutiert und ausgebildet. Und das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und da wollen wir eben heute auch mal ein Stück weit über den Tellerrand blicken, nach dem Motto, wie wird gecovert? Wir werden auch den einen oder anderen Schüler, wie heute, den Martin heute Morgen insbesondere, nochmal unter die Lupe ins Interview nehmen. Und ja, da freue ich mich drauf, dass wir die nächsten 2 Stunden, 2,5 Stunden auf jeden Fall gut verbringen werden und freue mich drauf, auf was denn da noch so kommt. Wie gesagt, der Markt wird uns hier den Weg weisen. Stefan, an dieser Stelle, bist du zu hören? Bist du da? Jawohl, ich bin da. Sehr gut, sehr gut. So, dann erstmal nochmal herzlich willkommen hier zum zweiten Teil von dem Webinar heute, Live-Trading. Es ist nicht so viel Bewegung heute an den Märkten. Wir werden natürlich gleich nochmal schauen, ob da noch was geht. Vielleicht ganz kurz für die, die am Anfang noch nicht dabei waren, wer ich bin. Mein Name ist Stefan Koblitz und ich habe vor 3 Jahren die Ausbildung bei Ali Tagikan gemacht. Daraus ist dann ATT Trading entstanden. Mittlerweile bin ich Teamleiter in unserer internen Vermögensverwaltung, handle da zusammen mit meinem Team Kundengelder und ja, über ATT Trading bilden wir halt auch aus, 4-mal im Jahr und dann gehen die Schüler in eine eigentlich permanente Betreuungsphase. Darüber werden wir dann nachher und während des Webinars nochmal ein bisschen informieren. Ansonsten, ja, wie gesagt, Ali kommt etwas später und der ein oder andere Kollege wird auch noch zu uns stoßen. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach in den Chat reinschreiben hier im Webinar. Ansonsten gehen wir mal jetzt schon an den Markt. Sehr gut. Ja, was haben wir morgen gemacht? Okay. Sehr gut an der Stelle. Danke nochmal. Ich habe ja auch vergessen zu erwähnen, dass es auch für alle Kunden übrigens, die bei JFD sind, auch hier den Vorteilspreis für eine Ausbildung bei ATT gibt. Und hier an der Stelle sagen wir hier einen 10%-Bonus und werden da auch, wie gesagt, weiter dran arbeiten, dass wir hier euch natürlich auch immer eine Wegstrecke bereiten, um auch am Markt erfolgreich sein zu können. Denn eine Ausbildung ist das A und O, um überhaupt hier irgendwie, ja, sage ich mal, Oberwasser zu gewinnen. Aber der Bildschirm, ist der schon bei dir? Ich bin mir Ja, das nicht werde ich. sicher. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Hat ein Stück gedauert bei mir. Stefan, da bin ich mal gespannt. Der DAX Short ist rausgeflogen. Hast du ihn im Gewinn abgesichert? Hast du einen Teilverkauf gemacht? Erzähl doch mal, wie es weiterging. Moment, ich muss mal ganz kurz hier was machen, Don't so damit ich panic. meine Kollegen immer reinhole.
So, also gehen wir nochmal an den DAX. Warum wurde er überhaupt geschortet? Natürlich erstmal wegen dem Allzeithoch, wo wir jetzt angekommen sind, wo das Ganze jetzt nicht deutlich mit Stärke drüber möchte. Das kann natürlich noch kommen. Ansonsten sind wir natürlich sehr stark aufwärts gerichtet und vor allem auch untergeordnet haben wir hier einen schönen Aufwärtstrend. Wir hatten heute Morgen kurzzeitig hier diese Schwäche im Markt benutzt, um hier reinzugehen. Den Stop hier hatte ich hier oben drüber. Meine Kollegen müssten noch drin sein. Die haben das ein bisschen größer verwaltet. Aber ich wollte hier sehr eng rein, das relativ schnell absichern und dann gegebenenfalls mit minimalem Risiko, eventuell bei halt dieser etwas größeren Bewegung, worauf ich spekuliert hatte, dass jetzt eventuell hier die Korrektur ansteht, dabei sein. Das ist jetzt hier auf jeden Fall noch nicht gestartet. Das heißt, ich muss gegebenenfalls nochmal einsteigen, sollte sich da was ergeben. Aber jetzt im Moment würde ich das erstmal nicht machen. Warum bin ich so eng reingegangen und mit so einem kleinen Risiko? Das ist das Masterkonto von unserem Copy Trading mit JFD Brokers. Da versuche ich wirklich vorsichtig gerade mit kleinen Positionen reinzukommen und einfach die Trades erstmal zum Laufen zu bringen, um dann größere Bewegungen mitzunehmen. Das heißt, jetzt im Moment ist das alles seitwärts, eigentlich auch aufwärts gerichtet. Von daher würde ich jetzt an der Stelle erstmal nichts machen. Wir gucken uns dann gleich natürlich noch den amerikanischen Markt an. Da war ich auch. Also hier bin ich plus minus null rausgegangen, ja. Weil, wie gesagt, die Position war so klein, da hätte sich kein Teilverkauf oder irgendwas gelohnt. Ich bin mal gespannt, Und wie die anderen sich da noch geschlagen haben. Können wir dann im Nachgang nach den News vielleicht dann nochmal drauf eingehen. Aber hier wieder the bull is rocket. Also die Märkte ziehen jetzt hier schon sauber nach oben auch. genau, wir haben auch vorbörslich wahrscheinlich, habe ich jetzt schon gesehen, in der Apple ein Upgap. Das heißt, das befeuert hier natürlich auch den Nasdaq. Da war ich ja vorhin auch noch short drin in einer Restposition. Da bin ich hier gestern Abend an diesen Hochs oben eingestiegen, hatte dann hier irgendwo einen Teilverkauf gemacht und habe dann auf Einstand verwaltet, eben mit dem gleichen Hintergrund, was ich eben auch schon erwähnt hatte. Da bin ich jetzt auch plus minus null mit der restlichen Position raus. Von daher hat sich das Ganze mal erledigt und der Nasdaq ist jetzt auch am Allzeithoch und wird das, ja, werden wir sehen, ob er das halten kann. Das wäre es eigentlich erstmal dazu. Dann fragen wir Vielleicht, doch mal den Martin. genau, mal Ja. Martin fragen und dann vielleicht auch nochmal den Felix nochmal reinholen. Ich sehe gerade, Mirko ist jetzt am Nachmittag auch dabei. Da war doch letztes Mal im Mai, wo wir unseren Event hatten, auch zugegen. Grüße an der Stelle, Mirko. Hallo, könnt ihr mich schon hören? Ja, du bist da, aber wie gesagt, hallo. Hallo, ja, Servus. Servus, genau, hab's doch gerade im Chat gesehen. Du warst heute Morgen nicht dabei, bist es aber jetzt, aber. Lass uns gleich, ich wollte jetzt gerade Stefan in reingrätschen. Wie gesagt, Florian und Felix werden wir heute auch nochmal interviewen müssen, ein Stück weit. Aber dann Martin, ob er noch im Trade ist, das lässt sich jetzt mal schnell abfragen. Genau, Martin hatte den DAX auch gemacht. Zufälligerweise, wir haben uns da irgendwie nicht abgesprochen. Ali hatte den auch gemacht. Ja, hallo. Und du bist, glaube ich, ein bisschen später reingegangen und Bin hast ein den dann bisschen. auch dementsprechend ein bisschen größer verwaltet, bist also noch drin. Genau, der Stopp liegt oberhalb von der gestrigen Kerze oberhalb von dem Hoch, den möchte ich halt, wie gesagt, größer verwalten auf Bewegung Tag. Das heißt, der Stopp wird immer wieder auf das letzte Hoch der Kerze nachgezogen, natürlich unter Beachtung der Innenstäbe. Ja, wie gesagt, den möchte ich größer verwalten, weil was spricht dafür, ist auf jeden Fall das Potenzial. Also das Potenzial nach unten ist sehr, sehr groß. Die Märkte sind ja schon seit vielen, vielen Wochen nach oben gelaufen. Ist ein bisschen auf der Oberseite das Ganze ein bisschen überspannt. Es kann natürlich weiter nach oben gehen, aber wenn man dann so eine Möglichkeit hat, hier alle Orders wurden gefischt und man sieht, dass der Markt auch ein bisschen Schwäche zeigt, hier hat er keine Anschlusskäufe mehr auf der Oberseite. Das heißt, die Dynamik ist dann ein bisschen abgefallen. Und sollte wirklich dann die Bewegung nach unten aufnehmen, ist natürlich so viel Potenzial da, dass das wirklich ein schöner Trade werden könnte. Von daher verwalte ich ihn größer. Gut. So, dann das wäre es eigentlich zum DAX-Trade. Also das heißt, wir haben ja auch schon gesagt, es wird heute erstmal nicht so viel Bewegung erwartet. Die Amis laufen weiter nach oben aktuell. Man sieht es hier am Dow Jones, ist auch wieder
auf dem Vormarsch zum nächsten Allzeithoch, S&P genauso, beziehungsweise hat das Allzeithoch jetzt hier schon vorbörslich gemacht. Also das nimmt hier kein Ende nach oben hin. Das Ganze sind jetzt aber auch keine schönen Setups, um irgendwie nochmal hier aus der Korrektur einzusteigen, weil sich das einfach nicht mehr lohnt. Natürlich weiß man nicht, wie weit das noch nach oben geht, aber wir wollen Trends immer. Ach so, ich übertrage ja gar nicht meinen Bildschirm. Nee, das ist mein Bildschirm, aber das macht ja nichts. Es ist nicht schlecht. Wir haben da, wir sind ja, wir sind deinen Lippen gefolgt, Stefan. Genau, dann schalte ich noch mal ganz kurz zu mir. Ich dachte die ganze Zeit, ich übertrage meinen Bildschirm, aber okay, die meisten von Ihnen haben ja sowieso die Charts offen wahrscheinlich und können das nachvollziehen. Also wie gesagt, der Dow ist jetzt auf dem Vormarsch zum nächsten Allzeithoch. Der S&P hat jetzt hier schon wieder das neue Allzeithoch gemacht und läuft einfach nach oben. Und der Nasdaq ebenfalls. Das wäre es eigentlich dazu. Das heißt, den Dow könnten wir jetzt schon mal fast ausschließen, dass wir hier einen Trade eröffnen. Sollte sich nicht während der Handelssession extreme Schwäche andeuten. Also long gehen werden wir auf jeden Fall nicht. Das weiß ich jetzt schon. Eventuell short gehen, wenn sich wirklich Schwäche andeutet und der S&P dadurch, dass man diesen eher etwas größer verwaltet, dadurch, dass der Spread groß ist und die Wertigkeit auch nicht so hoch, braucht man hier erstmal ein deutliches Setup. Und der Nasdaq, wie gesagt, müssen wir warten, ob der hier sein Allzeithoch halten kann oder ob er während der Handelssession dreht. DAX hängt so ein bisschen seitwärts und Eurostoxx ist auch eigentlich uninteressant. Ich weiß nicht, wenn Sie Setups haben oder Fragen, dann können Sie das auch gerne in den Chat reinschreiben. Ansonsten, Martin, hast du eine Idee im Moment? Wie gesagt, die Indizes sind ja jetzt eigentlich uninteressant. Erstmal bis zur Eröffnung. Ansonsten. Ja, ich hätte eine Idee. Gut, dann schalte ich mal zu dir zurück. Vielleicht ganz kurz noch für die Zuschauer, alle Kollegen, die Sie heute hier auch noch hören werden, Martin, Mirko, Florian und Felix und Daniel, das sind alles Händler bei uns in der Vermögensverwaltung, sind alle sowohl feste Händler als auch im Praktikum mittlerweile. Und ja, wie gesagt, wir sind keine Gurus, wir sind ein Händlerteam und führen hier gemeinsam unterschiedliche Produkte der Vermögensverwaltung im Trading. So, Martin. Ja, man, ich hätte, wir handeln natürlich auch in Long-Richtung, so ist es ja nicht, auch wenn der Markt jetzt ein bisschen schon längere Zeit nach oben gelaufen ist, gibt es immer wieder schöne Setups auch in die Long-Seite. Hier ist Conn, ein amerikanisches Unternehmen. Hier haben wir hier einen Aufwärtstrend, der jetzt über 80% korrigiert hat und so langsam bewegt er sich wieder nach oben. Das ist halt für uns die Möglichkeit, uns untergeordnet ein Einstieg zu suchen. Jetzt hat er, ja, jetzt hat er hier natürlich auch ein bisschen korrigiert, bewegt sich wieder nach oben, jetzt wieder eine kleine Korrektur nach unten und das heißt, jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, uns hier oben einstoppen zu lassen und hier diese Trendbewegung zu handeln. Das heißt, je nachdem müssen wir natürlich auch die heutige Börseneröffnung in Amerika abwarten, ob der nicht nach oben oder nach unten gapt. Aber sollte er ganz normal eröffnen und sich dann weiter nach oben bewegen, ist für uns hier die Möglichkeit gegeben, uns oberhalb von dem letzten Hoch einstoppen zu lassen und hier unter das letzte Tief dann den Stopp hinzulegen. Das wäre für mich so einer der schöneren Setups, finde ich, wo man das wirklich ganz eindeutig sieht in dem Big Picture, also im Tageschart einen schönen Aufwärtstrend. Was auch für den Wert spricht, ist natürlich, dass er sich oberhalb von der SMA 200 befindet. Das ist irgendwie so eine Linie, die immer die meisten Anleger im Blick haben. Die SMA 200, wenn der Wert dann oberhalb von dieser Linie befindet, ist er eher so aufwärts gerichtet. Unterhalb ist er eher abwärts gerichtet. Und diese Linie dient halt in diesem Fall dann als Aufwärtstrend, als Unterstützungszone da. Funktioniert vor allem deshalb, weil sich viele Marktteilnehmer daran orientieren. Alles klar. Gut, im Währungsbereich, da vielleicht noch Ideen. Wir hatten ja vorhin einiges besprochen.
Der Euro-US-Dollar ist jetzt nochmal um einiges nach unten gegangen. Da hätte man eventuell vorhin einen Short eröffnen können. Das haben wir verpasst, okay. Aber im Nachhinein wäre das eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Hast du da vielleicht noch etwas? Im Währungsbereich, nein, da habe ich momentan nichts, wo ich sagen kann, ja, da könnte sich demnächst was ausbilden. Nein. Vielleicht Gut. jemand von den Kollegen. Ja, da war gerade noch eine Frage beziehungsweise ein Fazit im Chat. Moment, ich denke mal, dieses Fazit hat auf den Euro abgespielt und war hier sozusagen, ich war ja hier short und hatte dann relativ schnell auf einen Stand gezogen. Und das Fazit war, glaube ich, dass ich hier den Trade zu früh abgebrochen habe. Finde ich jetzt nicht. Natürlich aus charttechnischer Sicht eventuell hier im kurzfristigen Bereich. Aber wie gesagt, wir sind aufwärts gerichtet extrem stark. Wir sind auch auf Stunde aufwärts gerichtet extrem stark. Und wir sind hier nur aufgrund des Allzeithochs und der Tageszeit und dass sich hier Schwäche angedeutet hat, in den Markt reingegangen. Sehr spekulativ, sehr eng. Und wäre das dann hier nach unten weitergelaufen, wäre es schön gewesen. Aber dadurch, dass es hier gedreht hat, wie ich das auch oftmals angedeutet habe, also mehrmals vorhin, ist mir das jetzt einfach auch zu gefährlich, weil jetzt kann es auch in einem durchmarschieren. Muss nicht, aber mir ist das jetzt auch ziemlich egal, sage ich mal, weil es ist jetzt nicht so, dass ich mich an diesen Trade klammere, sondern es war ein Versuch. Es ist angelaufen und es hat jetzt nicht keinen Profit gebracht. Ich bin plus minus nur rausgegangen und ich muss mir jetzt dann halt gegebenenfalls einen Wiedereinstieg suchen. Ob ich das heute hier im DAX noch mache, weiß ich nicht, weil der ja auch das Volumen hier ab 17:30 extrem zurückgehen wird. Von daher denke ich mal eher nicht und ich werde meinen Fokus eher auf die amerikanischen Märkte legen und hier dann eventuell auch nur auf den Nasdaq, falls der hier Schwäche zeigen sollte am Allzeithoch. Ansonsten, wie gesagt, hier in dem Bereich eventuell auch nur den Dow Jones, der interessant ist, weil er hier noch nicht das Allzeithoch gemacht hat, muss man beobachten. Ansonsten, ich hoffe, das war die Frage. Okay, es war nicht die Frage, habe ich gerade gelesen, aber macht nichts, dann habe ich das auf jeden Fall nochmal erklärt, passt auch. Ansonsten würde ich an der Stelle einfach mal an meinen Kollegen Felix abgeben, der wahrscheinlich relativ viele offene Aktientrades hat und die auch gerne mal erklären möchte. Genau, kann ich gerne mal zeigen. Ja, bei mir ist auch ein bisschen das Problem. Ich habe zum Beispiel heute noch gar keinen kurzfristigen Trade gefunden, aber kann dem eigentlich relativ entspannt entgegensehen, weil ich hauptsächlich in Aktien so ein bisschen längerfristig unterwegs bin. Ich hoffe, ihr seht jetzt gerade die PNW bei mir. Ja. Ja, genau. Ich bin eher ein bisschen längerfristig unterwegs. Ja, wobei langfristig auch immer so geschichtlich das ist, das lasse ich eigentlich den Markt entscheiden. Ich steige relativ kurzfristig ein und versuche möglichst lang bei den Werten dann dabei zu sein. Dadurch ergeben sich so Haltedauern von wenigen Tagen bis zu vielen Wochen oder auch mal Monaten. Aktuell bin ich zum Beispiel hier in der PNW eingestiegen. Das bin ich hier, sieht man hier den Tagesschart links in groß. Hier haben wir einen schönen Aufwärtstrend, der weit korrigiert hatte, kleines Signal auf der Stunde gesucht und eingestiegen. Muss mal sehen, wie das sich weiterentwickelt. Aktuell ist der Gesamtmarkt auf meiner Seite, steigt weiter, dürfte also meine Aktie hier auch mit nach oben bewegen. Aber man sieht hier, die roten Werte sind alles Short-Werte. Also ich bin, obwohl die Indizes aktuell doch alle aufwärts gerichtet sind, hauptsächlich Short unterwegs. Ich kann das hier auch zum Beispiel mal zeigen in der DBD. Hier auch wieder auf dem Tageschart. Weite Korrektur, kleiner Stop und großes Potenzial nach unten. Und damit kann ich auch ganz entspannt sein, wenn die Trefferquote nicht bei 80% oder irgend sowas liegt, was man oftmals irgendwo versprochen bekommt, was die meisten jedoch nicht halten können, sondern ich habe einfach ein großes Chance-Risiko-Verhältnis, nehme einfach viel größere Gewinne mit, als ich Verluste kassiere und dementsprechend ist das Trading da ziemlich entspannt mit unserem Ansatz.
Hier haben wir zum Beispiel mal noch die TAP. Das ist so ein Wert. Bin ich auch wie in den anderen Werten eben eigentlich relativ kurzfristig mit einem kleinen Stundensignal eingestiegen. Bin jetzt aber dann doch schon seit 28. August dabei. Habe hier schon mehrere Teilverkäufe gemacht und kann deswegen ganz entspannt jetzt abwarten. Vielleicht korrigiert er hier noch ein bisschen. Dann könnte ich sogar meine Position wieder aufstocken. Und wenn er weiterfällt, bin ich trotzdem weiter dabei. Habe allerdings den Großteil meines Geldes an dieser Aktie schon verdient. Ähnlich in der GEL, da bin ich sogar noch viel länger dabei, seit 5. Juli, also schon praktisch den ganzen Sommer, die GEL gehalten, immer entspannt bei neuen Tiefs mal wieder Teilverkäufe gemacht. Und jetzt aktuell läuft er eher seitwärts. Ich habe nur noch einen Bruchteil meiner ursprünglichen Position drin und freue mich aber trotzdem, sollte es weitergehen, wenn es nach oben geht. Selbst wenn der wieder ganz nach oben gehen sollte, gebe ich da nur einen Teil meines Gewinns wieder her. Und habe da auch schön Geld verdient. Es sind natürlich nicht alles Werte, die gut laufen. Zum Beispiel hier aktuell die EPR offen. Die habe ich aufgemacht am 21. September, also so etwa vor 2 Wochen. Lief am Anfang noch ganz schön ins Plus, war auch schon mal relativ weit vorne, habe dann hier unten den ersten Teilverkauf verpasst, beziehungsweise an der Stelle war er mir noch nicht weit genug im Gewinn und muss dafür jetzt etwas leiden. Der ist jetzt aktuell wieder nach oben gelaufen. Aktuell ist die Position ein bisschen im Minus. Aber ja, habe meinen Stop-Loss an einer sinnvollen Stelle gesetzt und kann deswegen eigentlich ganz entspannt sein. Wenn ich rausgeholt werde, auch kein Problem. Man hat ja gerade gesehen, die anderen Werte laufen alle ganz schön. Und ich suche mir jetzt entspannt weiter Einstiege in den Aktien und muss sagen, ich bin persönlich relativ wenig kurzfristig unterwegs. Es ist auch so ein bisschen eine Geschmackssache, wie jeder das so handhaben möchte. Unser Ansatz funktioniert kurzfristig im 10-Minuten-Chart, aber deutlich entspannter einfach längerfristig. Auch die Forex und so weiter kann man auch längerfristig handeln. Ich bin jemand, der eher längerfristig unterwegs ist. Aktuell Forex hier zum Beispiel gar keine Werte offen, sondern aktuell, wie gesagt, nur Aktien. Stefan, das war's von mir. Alles klar, vielen Dank. Also bei uns ist es wirklich so, dass wir eigentlich im Team hauptsächlich Aktien handeln, in der Vermögensverwaltung auch hauptsächlich echte Aktien. Und wir vor allem auch JFD unseren Schülern vermitteln für den seriösen Währungshandel und seriösen CFD-Handel. Und ja, dann gehen wir vielleicht nochmal auf meinen Schirm zurück. Ich habe jetzt gerade einen Trade eröffnet, zwar vorbörslich, Dow Short mit einem engen Stop. In einer kleinen Size genau wieder das gleiche Thema wie bei den letzten Trades. Und ja, es ist jetzt einfach ein Versuch. Moment, falscher Bildschirm. Am Allzeithoch hier vielleicht einen Short zu starten mit, wie gesagt, kleiner Size, Spekulation auf eine größere Bewegung, auf eine Korrektur, die eventuell mal anstehen könnte. Die Arbeitslosenzahlen beziehungsweise die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind ja jetzt mal durch. Da hat der Markt jetzt nicht groß reagiert. Wir haben da ein besseres Ergebnis als erwartet. Das heißt, es sind nur 260.000 Anträge anstatt, wie prognostiziert, 265.000 Anträge und davor 272.000 Anträge. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis. Morgen kommen ja dann noch die Non-Farm-Payrolls, die sind etwas wichtiger. Ansonsten wäre das jetzt hier mal eine Möglichkeit, Short zu gehen. Der S&P, der interessiert mich erstmal noch nicht. Der ist auch nicht so volatil im Moment und wie gesagt, eher was für eine etwas größere Verwaltung. Der Nasdaq hängt weiterhin. Also das heißt, hier probieren wir es jetzt mal. Schauen wir uns das an, was passiert. Und ja, gehen wir da nochmal ganz kurz zum Euro-US-Dollar. Da hatte ich ja gesagt, da hätte man eventuell was machen können. Ich hatte drüber nachgedacht und habe es dann aber nicht angesagt vorhin. Wir haben ja hier den großen Abwärtstrend, dann hier die Korrektur und die Korrektur verläuft hier so ein bisschen seitwärts und geht immer wieder an die Hochs. Und wir hatten halt heute Morgen hier oben eigentlich die Korrektur. Da hätte man eventuell bei etwas Schwäche reingekonnt. Wie gesagt, habe ich nicht angesagt, habe ich darüber nachgedacht, aber okay, wenn das jetzt hier korrigieren sollte,
In dem Bereich ist der Euro hier immer wieder auch im Moment kurzfristig interessant, um einen Short-Einstieg zu suchen. Genau. So, dann würde ich sagen, Kollegen, habt ihr noch Ideen? Es kam jetzt hier gerade noch eine Frage auf. Ich nehme an, dass sie auch an mich gerichtet war. Und zwar, wie ich denn meine Aktien finde, die ich handle. Ja, das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich screene manuell. Ich handle hauptsächlich amerikanische Aktien. Da gibt es auch ein paar Vorauswahlkriterien, dass das ein bisschen begrenzt ist, sonst wären das ja viele tausend. Also für mich in Frage grundsätzlich kommen etwa 1000 Aktien. Diese screene ich, heißt, ich klicke jeden einzelnen Aktienwert durch am Wochenende oder auch mal unter der Woche, je nachdem, wie es zeitlich bei mir auch machbar ist. Ich mache das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, bin jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren bei ATT dabei, also habe da eine gewisse Routine entwickelt und bin da in unter einer Stunde habe ich da alle Aktien eben nach interessanten Setups abgesucht. Suche mir die interessantesten raus, setze die auf meine Watchlist, schaue mir die nochmal genauer an, informiere mich ein bisschen auch zu den Unternehmen, in welchem Bereich die tätig sind und dann lege ich mir die Watchliste an mit den schönsten Werten und davon werden dann eben die allerschönsten gehandelt, die eben ein Signal bilden. Genau, dafür nutzen wir normalerweise den Agena Trader, weil man damit sehr schön screenen kann. Man sieht es hier schon, das ist jetzt eine Vorauswahl von interessant werdenden Aktien, die ich aktuell auch beobachte und so funktioniert das. Das heißt, wir legen uns kurzfristig Listen an, die werden durchgescreent und werden dann in solche Watchlisten wie hier im Moment offen einsortiert und so suchen wir uns unsere mittelfristigen Trades raus. Genau. So, dann gehe ich nochmal zu Ali, kommt gleich, der verspätet sich etwas. Ansonsten, der Christian kommt auch gleich wieder zurück, der hat einen kleinen Zwischenfall. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zu Mirko. Mirko, hast du etwas offen im Währungsbereich? Du tradest ja eigentlich immer relativ lange größere Bewegungen mit. Jawohl, hallo zusammen. Ja. Im Moment habe ich leider nichts auf im Forex-Bereich. Ja. Also ich habe alles geschlossen und ja, hatte da ein bisschen Probleme beim Einrichten. Deswegen ja, musste ich das neu aufsetzen, jetzt vor ein paar Tagen. Und deswegen ist alles geschlossen im Moment. Ja. Okay, hast du sonst irgendwas offen oder gar nichts? Aktientrades habe ich offen, ja. Die könnte ich zeigen, wenn ihr möchtet, ja. Okay, dann zeig uns mal die. Du hast ja mal eigentlich ganz schön enge Einstiege. Ja. Genau. Also, ich fange einfach mal an. Ich lehne mich ebenfalls vom Handelsstil her so, sage ich mal, Richtung Felix. Ja, das heißt, ich halte die Position, es geht etwas länger. Und ja, das ist im Endeffekt mein Berufsleben und Privatleben geschuldet. Ja, heißt, ich suche mir größere Trendgrößen aus und versuche die dann länger zu verwalten. Forex-Bereich, wie gesagt, bin ich sonst auch unterwegs. Ja, und Indizierbereich im kurzfristigen Handel dann eher weniger. Ja, heißt für mich, dass ich immer versuche, mehrere Positionen aufzubauen. Dann kommt es darauf an, wie ich gerade performancemäßig unterwegs bin. Wenn es nicht so gut läuft, versuche ich schnell einen Teilverkauf zu machen. Wenn ich sage, das ist okay, dann zögere ich das raus, das Ganze, und versuche dann halt auf größere Trendgrößen überzugehen. Genau, hier habe ich meinen Wert, die AAL, American Airline. Ja, sieht man ganz groß schon einen Aufwärtstrend im Endeffekt. Sind wir über der SMA und EMA 200. Und der Einstieg war eigentlich der klassische Punkt-zu-Einstieg. Hier, ja, mit Stopp hier drunter. Und genau, den handle ich jetzt auch, den kleinen Trend, den man jetzt auf Stunde sieht. Genau, wie man sieht, hier oben liegt eigentlich mein erstes Target. Ja. Aber schauen wir dennoch den Gesamtmarkt an und ja, würde auch gegebenenfalls dann Market einen Teilverkauf machen. Ja. Genau. Okay. Weiß ich nicht, Stefan, soll ich noch mehr Werte zeigen einfach? Ein bisschen Ja, das wenn du noch Ruhigspiel? ein, zwei hast, die richtig gut Okay. anlaufen. Ich meine, nicht an der Stelle, klar, wir machen auch Fade-Trades, das ist immer noch der Okay. Flug, aber trotzdem vielleicht noch Ja. den Wert, der gut läuft. Also, was habe ich noch offen? AGCO, ja. Ist ebenfalls ein großer Trend.
zu sehen auf Tag. Ja, ist immer auch ebenfalls SMA und über SMA und EMA 200. Da habe ich mir einen ganz kleinen Einstieg gesucht in der Stunde. Ja, in dem Fall aus der Korrektur der Einstieg. Ja, genau, hier unten war mein Stopp. Jetzt habe ich hier schon zwei Teilverkäufe getätigt im Endeffekt und lass meinen großen Stopp hier unten liegen. Ja, heißt, ich versuche jetzt den ganz großen Trend auf Tag zu handeln und ja, dann kann es halt wirklich sein, dass ich dann über Wochen in der Position drin bin, ja, wenn halt die Märkte mitspielen, das ist ganz klar. Also das ist schon einer der Werte, der besser angelaufen ist, ja. Ganz frisch aufgemacht habe ich die Idee jetzt, ja, da sehe ich auch einen großen Aufwärtstrend auf Tag, ebenfalls wieder über der SMA und EMA 200. Was mir hier auffällt, natürlich, das Hoch ging nicht deutlich drüber, also das ist schon für mich so ein kleines Warnsignal, ja. Heißt, ich bin hier, habe hier eine 100% Korrektur bekommen, hatte hier einen kleinen Stopp und konnte bereits einen Teilverkauf tätigen. Bin jetzt aus der Position raus, aus dem Risiko. Heißt, wenn es jetzt dreht und gegen mich läuft, dann ja, kann ich keinen Verlust mehr hinnehmen. Ja, das passt. Und hier versuche ich jetzt ebenfalls den Trend, der sich jetzt erst ausbildet, so richtig auf Stunde zu handeln. Ja, genau. Mein nächstes Ziel wäre dann hier oben. Und hier muss ich aber wieder sagen, wäre ich auch bereit, Market dann einen Teil rauszunehmen. Ja, genau. Und so versuche ich halt immer wieder relativ schnell mich abzusichern. Ja, hier sieht man es nicht mehr schön. Ich musste meine China-Trader zwischendurch neu aufsetzen. Deswegen sieht man die Einstiege nicht mehr. Hier ebenfalls. Ja, hier habe ich noch einen Wert gehandelt. PAA ist ein Ölwert. Heißt, hier muss man sich auf jeden Fall einen Ölchart mit anschauen. Ja. Was mir absolut bewusst ist, dass wir hier einen riesen Gap haben. Und ja, das heißt für mich erhöhte Vorsicht in dem Wert. Das heißt, ich bin hier auch nicht mit der Position, mit der vollen Positionsgröße drin hier. Ja. Und habe hier ebenfalls untergeordnet den P2-Einstieg gesucht. Dennoch, das sieht jetzt hier so schön aus. Wenn ich das Bild größer mache, könnte man sagen, ist alles etwas seitlich. Ja, habe den Stopp schon nachgezogen. Also mein Risiko nochmal halbiert jetzt. Und jetzt muss ich abwarten, wie sich das Öl verhält. Ja. Im Moment ist da nichts zu tun. Ja. Alles klar, Mirko, dann lass uns doch vielleicht nachher noch den ein oder anderen Wert anschauen. Ansonsten, ja, Dankeschön. Ich werde einfach mal zu Ali schalten, weil der ist jetzt auch da, der kann sich auch mal vorstellen und mal Hallo sagen zu unseren Zuschauern. Hallo, hallo. Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen verspätet, hat länger gedauert. Ich brauche nur noch ein paar Minuten, um meine Chartsoftware alles hochzufahren. Das dauert immer länger, weil der Laptop nicht so stark hier drauf ist. Ja, zu meiner Person gibt es ja nicht viel zu sagen. Man sieht ja alles auf der Homepage. Ich habe ja schon vormittags gesagt, von meiner Seite aus, ich würde, damit wir jetzt uns auf den Markt konzentrieren und alles, gerne so gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr ein bisschen ATT vorstellen, was wir hier machen und so. Man kriegt ja schon einen Eindruck, hier sind ja schon mehrere Leute, die Werte zeigen. Es ist nicht immer ein Guru, der hier rumläuft und sagt, ich bin hier der Profi, schaut zu und lernt, sondern man sieht, es funktioniert und dazu gehört halt einiges. Das würden wir dann gerne später dann zeigen. Wenn es noch 5 Minuten gibt, Stefan, dann habe ich meinen Schirm auch so weit, dass ich meine Werte dann auch vielleicht zeigen kann, was gerade aktuell bei mir läuft. Können wir gerne durchgehen. Da freuen wir uns doch nach dem Autokauf drauf, Ali. Bitte? Da freuen wir uns doch nach dem Autokauf drauf, Ali. Noch ist es ja noch nicht gekauft. Ich kriege ja nur das Angebot heute. Ich habe gesagt, ich muss schauen, was die Woche noch rausspringt, beziehungsweise Ende des Monats. Schon klar, ja. Bestellt. Bitte Zeit. Deswegen hat es länger gedauert, das alles zusammenzukriegen. Mhm. So. Ich brauche noch ein paar Minuten. Ihr könnt gerne mal kurz auf den Schirm von dir gehen und den DAX anschauen. Den haben wir ja auch heute gehandelt. Ja, ich bin ja raus. Aber du bist glaube ich, noch drin. Ja. Und Martin ist, glaube ich, auch drin. Aber ich bin im DAO drin. Ja, DAO hätte ich auch gehandelt. Ich bin leider, wie gesagt, zu spät jetzt reingekommen. Aber ich habe den schon von gestern Abend noch drinnen. Aber das wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, auch zu sagen, da oben, diese Range, sind die Nachrichten sind ja auch durch um 14.30 Uhr. Und somit kann man das sich ja auch anschauen. Sehen wir jetzt auch gerade den DAO. Also das würde ich auch machen. Ich würde sogar empfehlen, den S&P sich auch noch anzuschauen, weil hier sieht man den Hochs. Stopp ist sehr klein.
die Chance, dass es tiefer geht, ist sehr hoch aufgrund der Tatsache, dass gerade Fonds und Banken einen Schock gekriegt haben von dem, was gestern Trump von sich gegeben hat, dass er Puerto Ricos 70 Milliarden Schulden einfach wegwischen will. Ich meine, dazu muss man sagen, so einfach ist das auch nicht. Das muss durch den Senat gehen. Man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, Leute, kauft die Schuldscheine des Landes und dann, ja, ihr habt Pech gehabt, das sage ich, die sind wertlos, schreibt sie von euren Büchern ab. Das würde natürlich viele Banken und so treffen, die da involviert sind. Ich sage mal, das ist nicht zu machen, weil es vor allem private Schulden sind. Aber man weiß nie bei Trump. Aber das bezweifle ich, dass das jetzt durchgehen wird. Aber das stört auch natürlich den Aktienmarkt. Man mag es nicht, wenn der Staat Einfluss nimmt in die Geschehen. Das wäre auch hier eine Einmischung und würde natürlich das Vertrauen wieder zerstören, was man in den Märkten hat, wenn einfach jemand Investments tätigt auf 10, 20, 30 Jahre, was ja diese Scheine auch meistens sind. Und dann kommt einer und sagt, die sind von heute auf morgen wertlos. Das kommt nie gut an. Das sieht man auch zum Beispiel an den spanischen Schuldscheinen, die sehr stark nach oben gegangen sind. Die sind wesentlich teurer geworden für Spanien aufgrund des Referendums in Katalonien. Natürlich hat auch der Euro drunter ein bisschen gelitten, ein, zwei Tage. Aber dort ist vor allem jetzt, dass man schon sieht, dass die spanische Index in den Tagen seit dem Referendum 5% abgegeben hat vom Hoch. Da merkt man, Einmischungen und Unsicherheiten im Markt sind nie gut. Ja, was erwarten wir, warum da auch da? Jetzt haben wir 14.30 Uhr durch. Das waren die neuen Arbeitslosendaten, die jede Woche am Donnerstag kommen. Morgen stehen ja die wichtigen NFP-Zahlen. Das sind die Non-Farm Payrolls, nennt man das. Das sind die Zahlen der gesamten Arbeitslosen inklusive der staatlichen. Mittwoch haben wir ja die ADP-Zahlen. Das sind ja die privaten Arbeitslosen. Das ist eine Schätzung von einer privaten Firma. Das sind natürlich nicht die staatlichen Arbeitslosen inkludiert, die vom Staat ja auch Bedienstete sind, sondern in dem Fall ist das sehr wichtig, was am Freitag rauskommt. Normalerweise, weil früher hat sich die Fed eben an den Arbeitslosenzahlen orientiert für die Zinsanhebung und Senkung. Das war aber noch, wie das bei 5,5% war. Und inzwischen sind sie davon abgerückt und versuchen das auf die Inflation zu konzentrieren, was ja auch, wie ich schon heute Vormittags gesagt habe, auch nicht wirklich funktioniert momentan. Und das müssen wir uns dann auch anschauen, was dann passiert morgen, wenn die Zahlen rauskommen. Das wird natürlich auch sehr viel dann ausmachen. Ich habe auch angedeutet, wir schauen uns heute dann auch ein anderes Konto von mir an, von einem anderen Broker. Dann könnt ihr relativ schön einen Vergleich ziehen. Ich weiß, es hat geheißen vorhin, ja, wir machen hier eine JFD-Werbeveranstaltung. Leute, es ist ein Broker. Am Ende, ihr müsst euch entscheiden, ob ihr den nehmt oder nicht. Wir können euch nur die Unterschiede aufzeigen. Das machen wir auch bei unseren Schülern, dass wir sagen, wir empfehlen euch diese Broker, weil wir sie selbst getestet haben. Am Ende hängt es natürlich von den Produkten und vom Kapital ab, das ihr habt, was ihr handeln wollt. Ich zeige euch eine zweite, dritte Alternative zu dem, was wir hier sehen den ganzen Tag, die aber zum Beispiel überhaupt nicht empfehle, wenn man nicht wirklich, ich sage mal, weit im sechsstelligen Bereich unterwegs ist, weil die Kosten einfach dementsprechend zu hoch sind. Aber hat andere Vorteile dafür wiederum. Das werden wir heute dann auch ab 17 Uhr machen, dass wir ein paar Vergleiche ziehen, dass ihr seht, wo die Vor- und Nachteile liegen. Das kommt auch und natürlich einige andere Erklärungen. So, jetzt bin ich soweit. Jetzt könnten wir theoretisch kurz auf meinen Schirm schalten. Ich werde noch eine Frage beantworten, warum hier zum Beispiel bei dem Trade kein Take-Profit zu sehen ist. Also natürlich, man sieht den Stop-Loss, aber kein Take-Profit. Das liegt daran, dass wir mit Teilverkäufen arbeiten. Also das heißt, wir schließen unsere Position manuell zu 100% fast nie, ja, sondern wir nehmen immer Stücke raus. Es kann auch mal sein, dass zum Beispiel im kurzfristigen Bereich, das heißt wirklich im Daytrading mit größeren Konten, zum Beispiel auch im Aktienbereich, dass wir da mal sehr viel sofort liquidieren, das heißt zum Beispiel 3/4 und aber trotzdem den Rest laufen lassen. Normalerweise im Swing-Trading-Bereich nehmen wir immer ein Drittel bis die Hälfte raus der Position und lassen es dann weiterlaufen. Es hat einfach folgenden Hintergrund. Wir sind Trendhändler und the trend is your friend und wir versuchen einfach diesen Trend zu folgen, solange wie sie laufen. Hier in dem Fall handeln wir natürlich gegen den Trend, aber trotzdem spekulieren wir auf eine größere Bewegung
und steigen hier quasi schon ein, bevor sich der Trend gebildet hat, also dementsprechend in die Abwärtsrichtung. Normalerweise, wie gesagt, ist so ein Trade auch kurzfristig angelegt. Das heißt, hier unten in dem Bereich sollte man eigentlich wieder einen Teilverkauf machen. Manche Händler gehen bei solchen Trades auch komplett raus. Wie gesagt, wir handeln eher mit Teilverkäufen. So. Ja. Ich gehe mal kurz auf etwas ein. Ich verstehe es nicht ganz, ob das jetzt eine Frage oder eine Beleidigung ist, Günther, warum ich das sage mit den Banken. Es geht hier nicht darum, dass der Staat die Banken retten soll oder Einflussnahme nimmt. Es geht hier darum, dass natürlich hier Investments, wir gehen hier von einer neutralen Geschichte aus, wir sind hier weder für Bankenrettungen oder sonst irgendwas. Wenn ich mein Geld der Bank anvertraue, damit sie es für mich investiert und die Bank investiert in ein Land hinein, um deren Schuldscheine zu kaufen, und dann kommt der Staat von heute auf morgen und sagt einfach, kommt, investiert, ihr müsst mithelfen, ich mache das dann auch. Ich garantiere euch ja auch das, das sind ja diese Staatsanleihen, haben ja eine gewisse Garantie vom Staat. Und dann komme ich morgen und sage, Leute, das ist jetzt wertlos, was ihr da reingesteckt habt. Dann versaue ich natürlich hier die Investments, auch das Geld von den Privatpersonen und zerstöre hier, und darum geht es hier, Kapital und zerstöre das Vertrauen der Investmentbranche, der Börse. Und wer hier sitzt, will ja an der Börse Geld verlieren. Und sowas kann uns genauso treffen. Hier geht es nicht um Gut und Böse. Hier geht es darum, dass wir mit Sicherheit unser Geld anlegen wollen. Und wenn jemand da einfach die Spielregeln von heute auf morgen so dreht, wie es will, ist es natürlich für uns nicht gut. Und die Geschichte damals, so, das wäre mir zu mühsam, das jetzt zu diskutieren. Die Zockerbanken, die gerettet worden sind, ja, da haben alle drüber geschimpft. Ich sage nur, wenn man es nicht gemacht hätte, wäre die Wirtschaft zusammengebrochen, wir würden alle arbeitslos und sonst irgendwie in einem Beweis, in welchem Zustand da stehen. Also, sagen wir mal, kommunistisches Denken funktioniert hier leider nicht. So viel dazu. Wir sind hier am Aktienmarkt, Leute. Wir wollen hier Geld an der Börse verdienen. Was wir alle hier machen, ist Spekulation. Das ist der Kapitalismus. Und darum geht es hier und nichts anderes. Wir erschaffen hier nichts, wir bauen hier nichts. Wir wollen einfach so schnell wie möglich das Risiko, was wir in den Markt legen, mit einem Gewinn rausnehmen und uns dann bedanken und gehen. Das ist das, was wir hier tagtäglich machen. Und das muss auch einem bewusst sein. Ja, also wir bauen hier kein Haus, wir erschaffen nichts für irgendwen, gar nichts. Das ist der falsche Schirm, bitte auf den anderen Schirm gehen, auf dem Laptop. Ich werde nochmal kurz die Pause nutzen, während ihr die Screens hin und her schiebt, zu den UK-Aktien vom Sebastian Ross an der Stelle. Du, wir haben UK-Aktien schon bei uns drin. Findest du, kann ich dir nachher auch gerne mal einen Metatrader zeigen. Ansonsten wende dich da einfach an unseren Support, also von der PHP Bilton bis, was weiß ich, die ganzen HSBC, bla bla. Also wir haben reichlich Aktien CFDs an der Stelle. Findest du unter dem Titel Stocks UK in der Symbolübersicht. Das mal am Rande zur Frage. Und ansonsten Peter. Ach, MT5. Warte, muss ich dann auch gleich mal checken. Grundsätzlich aber, Peter, in Sachen Spreads, schön, dass du eine Empfehlung bekommen hast. Dann kann ich dir auch mal einen Link schnell reinstellen, wo du oder auf unserer Website kannst du dir dann einen schnellen Überblick über die Märkte holen und auch die Spreads, die wir anbieten in jedem Bereich. Aber ansonsten, Ali, du hast das, Link stelle ich wie gesagt rein. Gleich mal drauf achten in den Chat, dann könnt ihr das alle mal anklicken und euch überzeugen. Okay, MT5, wie gesagt, checke ich gleich mal. Und jetzt, Ali, du hast das Wort. Genau, aber dann gab es, glaube ich, eh noch eine andere Frage, aber das kannst du dann nochmal schauen. Vielleicht habe ich es verlesen. Ich werde jetzt auch bitte nicht das jetzt ausführen wegen den Banken und das Ganze zocken und so. Das ist eine andere Diskussion, die das führt zu lang und das bringt uns auch nichts. Und vor allem ist es schon Geschichte, warum, was bringt uns etwas zu diskutieren, was nicht mehr gibt. Das ist keine persönliches Gutheißen. Ich bin Wirtschaftler, habe Jura und Wirtschaft studiert. Wenn ich die Banken nicht auffange, habe ich hier ein System Chaos, so einfach ist es. Da liegen Kredite, da liegen Fonds, da liegen Pensionen, alles liegt dort veranlagt. Da geht es um, muss man über Politik diskutieren, wie man denen Einhalt gebietet. Ich finde es nicht gut, wenn die Banken das 36-fache von dem, was sie an Kapital haben, in den Markt stecken und zocken. Aber so ist es. Daran wird sich nichts ändern, brauchen wir nicht diskutieren. So, folgendes, auch als eine Frage, die gerade kommt, Teilverkauf. Jetzt könnte man diskutieren, Ali, warum machst du hier nicht einen Teilverkauf? Wir waren gerade fast 2000 im Plus, jetzt 1000. Kannst du was mitnehmen? Ja, natürlich hört sich viel an hier das Geld, aber man muss überlegen, ich habe fast dieselbe Summe, gerade auch im Risiko. Das muss sich belohnt werden. Da kann ich ja nicht da hingehen und einen Teilverkauf da machen. Aber generell Teilverkäufe oder nicht, das ist Stilfrage.
Das kann der eine entscheiden, wie er will. Wir sagen nicht, ihr müsst Teilverkäufe machen, nur bei den Märkten, die momentan so volatil sind, im Sinne von, dass sie die Richtungen relativ schnell wechseln, macht es erst recht Sinn, Teilverkäufe mitzunehmen. Haben wir ja schon gesehen beim Stefan beim Nasdaq-Trade. Hätte er das gestern nicht gemacht, seinen Teilverkauf, wäre er jetzt wieder draußen und hätte eigentlich nichts verdient daran. So hat er einen Plus gemacht mit dem Trade im Copy. Ich habe schon früher dann rausnehmen müssen, weil ich keinen Teilverkauf machen konnte und den nur per Bewegungshandel hinterherziehen konnte. Und das ist der Punkt. Am Ende entscheidet das jeder selbst, wie er will. Ich persönlich bin sehr für Teilverkäufe aufgrund des Money Managements, weil dann natürlich wieder Geld frei wird, weil der Trade abgesichert ist und egal was passiert, ich auf jeden Fall mit einem Plus nach Hause gehe. Ich könnte ja theoretisch, ich sage mal, die Hälfte rausnehmen, hätte hier 700 Euro verdient, den Stopp auf Einstand ziehen, ich sage mal ganz Banane und mir kann nichts mehr passieren und gehe auf jeden Fall heute mit 700 nach Hause. Brauchen wir nicht und möchte ich auch nicht. Weil der Sinn ist ja, ich will ja mehr mitnehmen, als ich hier riskiert habe. Und ich habe noch einen zweiten Trade offen, der auch noch weiterläuft. Auch da rentiert sich jetzt langsam. Man sieht vorher auch den Alarm, der gekommen ist. Das würde sich langsam rentieren, zu sagen, bei dem Stopp eventuell jetzt langsam, weil hier habe ich jetzt schon doch 20 Punkte mitgenommen, könnte ich vielleicht jetzt mal einen Teil rausnehmen. Würde ich noch ein bisschen beobachten. Falls er zurückläuft, dann würde ich es rausnehmen. Ich lasse noch ein bisschen Luft, gebe ihm noch ein bisschen Luft nach unten und vielleicht kann ich da noch nach dem Teilverkauf später noch mehr mitnehmen. Wenn nicht, ziehe ich auf jeden Fall einen Stopp, werde ich dann hinterherziehen, weil ich gehe hier kein Risiko ein, wenn er diese Phase, man sieht es ja auch hier auf Stunde, das ist das Ziel, er sollte da runtergehen und bitte, das ist der Unterschied, ich steige nicht hier unten ein, ich suche mir weiter oben den Einstieg, weil hier gibt es die Entscheidung demnächst. Und wenn er runtergeht, bin ich gut dabei. Wenn er dreht, ja, habe ich kein Risiko. Sollte ich aber hier unten einsteigen im Tief, wäre es natürlich nicht ideal. Ja, den Dow habe ich, hat Stefan gemacht. Ich habe es leider verpasst, weil ich zu lange beim Händler rumgesessen bin. Bin ich schneller. Das ist jetzt mal das kurzfristige Training. Wie gesagt, hier wird kein Verlust entstehen, weil das beobachte ich. Da werde ich auf jeden Fall den Stopp dann hinterherziehen. Ich warte noch ein bisschen, weil wir haben noch 30 Minuten bis zur US-Öffnung. Hier sind wir im Risiko noch, wenn der nicht wirklich bald runtergeht, bleibt mir nichts anderes übrig, als vielleicht den Stopp hinterher zu ziehen, um das Risiko zu minimieren, beziehungsweise vielleicht wirklich mal die Hälfte rauszunehmen und das finanzielle Risiko zu reduzieren. Das schaue ich mir noch an. Wie man das macht, das ist auch am Ende eine Stilfrage für euch. Gut, dann gebe ich wieder ab. Und ich melde mich, sobald wieder was los ist. Und dann später gehen wir auch ein paar Aktienwerte, die langfristig laufen, und auch ein paar Forex-Werte durch, wie man die auch handeln kann. Und den Vergleich können wir dann auch nochmal ansprechen. Ansonsten, jetzt gucken wir doch mal, was vielleicht, ob Martin, also wenn jetzt gerade Stefan jetzt nichts im Loop hat, ob Martin da wieder was im Fokus hat oder dann eben jetzt die bislang noch nicht gehörten Crew-Mitglieder wie Florian und Felix fallen mir jetzt an der Stelle gerade ein. Daniel, ja, auch zugegen. Ganz kurz noch eine Sache zu diesem, wir sind Trendhändler, warum ziehen wir nicht den Stop hinterher und warum machen wir Teilverkäufe? Noch ganz kurz. Wir machen Teilverkäufe und ziehen auch den Stop hinterher. Das heißt, natürlich machen wir beides, aber letztlich handeln wir zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben jetzt hier einen Trend und wir handeln hier untergeordnet den Trend in diese Haupttrendrichtung und es passiert das hier zum Beispiel. Und wir haben jetzt hier noch gar keine Möglichkeit, den Stop nachzuziehen, sind dann aber jetzt schon wirklich gut im Profit. Das heißt, wir sind hier eingestiegen, Stop kam hier oben drüber, sind jetzt hier wirklich schon schön im Profit. Und wir wollen ja schon eine Basis bei ungefähr 1 bis 3R irgendwo im Durchschnitt von Trade zu Trade schaffen mit dem Gewinn. Das heißt, dann machen wir lieber hier den Teilverkauf, hauen was raus, nehmen Gewinne mit, anstatt das jetzt zu riskieren, dass jetzt hier die Korrektur kommt und eventuell das passiert, ja, nehmen wir oftmals schon in den Bewegungen einen großen Teil mit und dann sind wir eigentlich risikofrei, haben schon was verdient und dann kann das gerne weiter plätschern und wir ziehen ja natürlich den Stop nach einer Trendfolgelogik zum Beispiel hinterher. Ja, das nur nochmal ganz kurz an der Stelle. Das heißt, normalerweise macht es schon Sinn, mit beidem zu arbeiten. Es gibt natürlich auch Händler, die gar nicht mit Teilverkäufen arbeiten, das heißt nur ihren Stop hinterherziehen.
Aber auch hier muss man wirklich schauen, dass das psychisch auch verkraftbar ist, weil es gibt oftmals Phasen, wo man dann deutlich im Plus ist und das Ganze wieder dreht, bevor es dann eigentlich wieder in die Richtung läuft und so weiter. Und das ist dann nicht ganz so einfach. Und vor allem, wenn man nicht hin und wieder auch Teilverkäufe macht, beziehungsweise wenn man nicht auch an manchen Stellen einfach aus dem Trade aussteigt, dann kommt man in vielen Situationen schlechter bei weg, als wenn man sich einfach irgendwann austoppen lässt. Das heißt, deshalb macht man einfach beides und muss dann natürlich darauf passen, dass man nicht immer zu früh seine offenen Positionen verwässert, ja. Dadurch, dass wenn man was rausnimmt, hat der Trade dann nicht mehr so viel Power. Darauf muss man achten, aber ansonsten macht das schon Sinn. Das wollte ich nur nochmal an der Stelle einwerfen, Chris. Absolut okay, absolut verständlich. Das ist eben so eine Geschichte mit den, der Link ist übrigens raus. Danke, Peter. Gern geschehen. Da könnt ihr alle mal drauf schauen, was wahre Interbanken-Spreads sind. Ansonsten mit den Teilverkäufen, da lässt sich ja wirklich drüber streiten, weil es immer das R ein bisschen verzieht, aber ich bin auch ein großer Fan davon oder hat sich so in der Zeit auch herauskristallisiert, dass man eben wirklich ein Stück vom Kuchen nehmen kann und dann eben mit einer anderen Size ja, eben auch den großen Bewegungsmove spielt, und das ist auf jeden Fall etwas, wo man gerade als Trendtrader dann eben doch gut aufgehoben ist, wenn man dann eben, sage ich mal, eine Position mit einem Trailing Stop einfach versieht und dann laufen lässt, buchstäblich laufen lässt, und da kann man dann eben auch ein vielfaches R sozusagen rausziehen aus dem Markt schlussendlich. Gut, ansonsten quer durchs Nirvana, die Märkte 14.30, wie gesagt, das ist ja mittlerweile die ersten Anträge, das war früher mal ein Stück weit mehr Bewegung, auch am Donnerstag schon, das ist mittlerweile sehr, sehr mau irgendwo. Ali hat es ja schon gesagt, morgen Non-Farms wird erwartet, da gibt es sicherlich auch wieder viel, viel Action, und da muss man sich natürlich auch entsprechend gewappnet sehen. Wie macht denn ihr das bei den News, Leute? Jetzt mal so, Stefan ist natürlich Herr Head of. Vor den News steigt sie da aus, wenn ihr da Intraday-Positionen habt, die, sage ich mal, nah am Stopp sind oder die jetzt sozusagen irgendwo in einem Unsicherheitsfaktor sind, also weder vor Take-Profit noch irgendwo von einer guten Trendbewegung sich praktisch nicht entwickelt haben, nehmt ihr die raus oder lasst ihr die durch die News durchlaufen und lebt mit positiver oder auch negativer Slippage im Worst Case? Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist wirklich die News direkt zu handeln. Das heißt wirklich währenddessen, also die News kommt raus oder die Yellen spricht zum Beispiel, da dann direkt zu handeln. Das heißt, wir warten eigentlich immer darauf ab, dass das alles mal verdaut ist, sich das Volumen wieder erhöht, und gehen dann die Position ein. Mit offenen Positionen, wenn die weit im Gewinn abgesichert sind, muss man wirklich abwägen. Im Normalfall muss man sagen, passiert nichts, ja. Aber der Normalfall zählt halt nicht. Es reicht halt eigentlich auch nur einmal aus, dass, wenn was passiert, dass es dann einen großen Schaden gibt. Muss man ein bisschen abwägen. Du hast es ja schon gesagt, im Moment sind zum Beispiel die Arbeitslosenzahlen nicht mehr ganz so relevant. Ich kann mich erinnern, vor 3 Jahren ungefähr, da hatte ich mal eine Situation, da gab es einen Intraday-Gap von über 200 Punkten im DAX während der Non-Farm Payrolls, ja. Und das hat natürlich ziemlich vielen Leuten das Genick gebrochen. Und sowas kann auch passieren. Das hatte ich auch im letzten Jahr nochmal, dass es schon einen Sprung geben kann von 50 bis 100 Punkten, auch Intraday, wenn solche Nachrichten rauskommen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also normalerweise halten wir uns von Nachrichten fern. Ja, interessiert uns nicht. Und versuchen eigentlich immer danach dann irgendwie reinzukommen. Macht auch Sinn. Wie gesagt, es gibt ja News Trader, hatten wir ja auch mit dem Stereo Trader Tool. Da will ich vielleicht auch kurz bei uns auf der Website mal drauf verweisen. Wir haben ja verschiedene Plattformen im Angebot sozusagen, auch Drittanbieterplattformen, wo wir eben bis unlängst dann auch eben den Agena Trader hatten. Genau, danke. Ich nehme mal kurz den Bildschirm. Das macht auf jeden Fall am meisten Sinn. Sekunde. So. Müssen wir mal gucken, dass wir das Bild oben auch haben. Genau, hier sind wir. Also JFD Brokers, wie gesagt, die Website hat ja auch einen kleinen Relaunch erfahren, ist ein Stück weit schlanker. Hier ist auf den Punkt gebracht, um was es geht. Und dann beim Trading direkt und über Plattform haben wir ja auch den MetaTrader 5 mittlerweile am Start und den 4er. UK-Aktien, das stimmt, Peter. Beziehungsweise war es Peter, jetzt muss ich überlegen. Die UK-Aktien, das wird noch geprüft, wann die da reinkommen. Da gibt es irgendwann ein Umrechnungsproblem in Sachen
Pfund und Pence. Das wird, wie gesagt, kontrolliert, gecheckt. Kann ich dir gerne mal ein Feedback geben, beziehungsweise schreib einfach unseren Support und dann wirst du auf jeden Fall entsprechend informiert, bevor es, wenn es da wieder weitergeht. Aber es ist natürlich der MetaTrader 5 gedacht dafür. Ja. Und schlussendlich haben wir aber hier, wie gesagt, eine große Auswahl. Da sind auch die Add-ons übrigens dabei. Und auch hier zum Beispiel bei MetaTrader 4 haben wir den Stable Trader, den es bei Lizenzgebühr im Demo kostenfrei zu testen gibt. Und das Tool ist direkt so ein Intraday News Trading Tool. Ja, da haben wir auch ein Webinar zu gehabt. Also das Ding nimmt einem viel ab. Ist sozusagen noch eine Weiterentwicklung zu den MetaTrader 4 Add-ons. Jeder, der übrigens mit MetaTrader 4 sich hier auseinandersetzt und auch 5, sollte sich diese Add-ons mal anschauen. Die holen den MetaTrader in die gegenwärtige Zeitzone zurück. Auch wenn man für klassisches Trading sozusagen diese Tools nicht zwingend benötigt, aber sie nehmen halt viel ab, weil man viele Kombinationsorders, OCOs, also One Cancel the Other und auch, sage ich mal, verschiedene ineinander gebündelte abhängige Orderfähigkeiten schaffen kann. Lohnt sich auf jeden Fall hier mal reinzuschauen und eben gesagt, gerade wegen den Trading Tools ist es sehr, sehr wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. So, ansonsten. Ah, Peter, der Super Stable Trader. Ja, genau, der Dirk hat da was Gutes gebaut, geschafft, deswegen haben wir den auch hier drin bei uns. Und andere Frage wegen der Ping-Geschwindigkeit, wo du sagst, das hängt in der Regel von deiner Internetverbindung auch ab, Peter. Also wir haben Hard Cable, also unsere Technologie ist auch so gestellt, dass wir unsere Equinix-Datenbank-Surfer sind in New York und auch London, sage ich mal, aufgestellt. Die Verbindungen sind auch Hard Cable dort. Das läuft nicht über irgendwelche VPS-Geschichten, Fiberglas-Verbindungen etc. Ihr könnt euch das mal hier auf den Punkt gebracht sozusagen zur Gemüte führen. Und da sind wir, auch was die Ausführung angeht, sicherlich sehr, sehr stark am Start, um nicht zu sagen auch ganz vorn dabei, weil, wie gesagt, das Geld von JFD ist in erster Linie in die Technologie geflossen. Und das ist uns auch ein großes Anliegen, dass wir das natürlich auch hier transportieren. Und ja, dafür stehen wir. Ansonsten, wie gesagt, Peter, an jede Frage, die dich noch bewegt, fragen oder eben an unseren Support wenden wegen den UK-Aktien, dann kann ich dir auf jeden Fall nochmal den Tipp geben, schreib den Support, die nehmen das direkt mit auf. Bitte was? Kurz, ich glaube, Peter ist sowieso im Oktober bei uns dabei. Ah. Und da wirst du ja sowieso eine Live-Schaltung wieder bekommen. Und stehst ja unseren Schülern dann auch persönlich auch nochmal zu Rate. Natürlich, das können wir machen, gern, gern. Ansonsten, wie gesagt, wir werden das auch mal so kombinieren, dass wenn ihr mal wieder die Präsenzveranstaltung habt, dass ich da auch nochmal einen größeren Part wahrscheinlich direkt in Wien mache. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und das wird spannend. Ottmar, ganz kurz, dann müssen wir aber zurück zum Markt. Arjuna Trader bei JFD kostenfrei. Nein, den Arjuna Trader hatten wir knapp 6 Monate drin bei unserem Angebot. Mit als Trading-Schnittstelle, aber es gab eben hier, das hängt auch nicht primär von uns ab, sondern das war ein Schnittstellenproblem, was dazu führte, dass es immer mal wieder Probleme gab. Und weil ich gerade hier über die Geschwindigkeit und Ausführungsqualität gesprochen habe, die hat hier zu Teilen drunter gelitten. Das heißt, es gab hier Serverprobleme, aber mehr oder weniger aufgesetzt durch verschiedene Plugin-Tools, die jetzt nicht von unserer Seite kamen, aber letztlich wurden wir dadurch so beeinflusst, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt hier erstmal einen Cut machen. Deswegen der Arjuna Trader derzeit nicht in der Connection mit JFD Brokers. Wir prüfen das jetzt mal die nächsten Wochen, wie es dann noch weitergeht. Aber grundsätzlich hat da, wie gesagt, das Standing, was wir hatten, hat darunter gelitten. Und da gab es, wie gesagt, auch den ein oder anderen Verzögerungseffekt, wenngleich wir hier immer im Kundensinne, wenn da ein Nachteil entstanden ist, mit den Liquiditätsprovider bzw. mit dem Kunden da in den Kontakt treten. Aber wie gesagt, das Angebot ist jetzt erstmal verschwunden, deswegen setzt ihr hier bei Trading-Plattform Drittanbieter aktuell auch gegenwärtig nur Guidance. Und das ist ja auch eine Plattform, wo auch der Martin vom Gottmar Trader hin und wieder mitarbeitet. Können wir uns nachher auch mal anschauen. Sehr interaktives Tool dahingehend, dass man sich sozusagen seinen eigenen Trading-Cockpit aufbauen kann. Und ich selbst habe ja hier auch meinen eigenen Guidance-Desktop, heute auch mit 4400 Followern. Freue ich mich, jetzt noch einer dazugekommen. Tolle Geschichte, aber grundsätzlich nutze ich auch Guidance, um praktisch hier auch verschiedene Analysen durchzuführen. Und mit dem Broker-Login, meine lieben Leute, könnt ihr hier praktisch auch JFD Brokers, wir waren die Ersten, die hier die Schnittstelle geschaffen haben, praktisch mit Guidance traden und hier dann praktisch auch Orders ausführen. Und dies alles ist synchronisiert mit dem MetaTrader. Das heißt, jede Order, die hier abgefeuert wird, ist auch im MetaTrader handelbar und auch natürlich, was jetzt kommt, die Guidance-App. Das heißt, ihr könnt auch mobile auf einem sehr hohen qualitativen Level schön eure Orders überwachen. Ich will weniger sagen, dass ihr jetzt aktiv tradet mit der App oder mit einem Smartphone, aber ihr könnt dann auf jeden Fall zumindest sehr komfortable Positionen überwachen.
Ja, oder dann eben, wie Ali vorhin darstellte, wenn man dann mal einen Ausflug macht, sich vorbereitet hat an seiner Workstation, dann praktisch hier mit einer mobilen Lösung die Märkte dann praktisch nur noch überwacht. Aber sehr, sehr spannend jedenfalls. Und genau, das wollte ich jetzt mal hier ein Stück weit die Lanze brechen zur Technologie und Plattform. Und dann hatten wir ja auch noch die Frage zum Agena Trader. Aber wichtig ist uns eben, dass wir hier natürlich auch da mit unserem Grundstanding anfangen, dass wir Wert drauf legen, dass eben alles schnell und zuverlässig funktioniert. Und wenn es da eben hier und da mal einen Zwicker gibt, dann guckt man sich das eine Weile an und irgendwann muss man dann eben Nägel mit Köpfen machen. Gut, das dazu. Ansonsten alles hier, wie gesagt, zu finden. MT5 ist... Vielleicht dazu noch eine Frage, Chris. Ja, eine Frage noch. Eine Frage von unseren Schülern, die wollen das unbedingt wissen, weil ich ja wusste, dass du heute über dieses Thema sprichst. Gibt es denn da jetzt noch, sollte man da jetzt noch warten als JFD-Agena-Kunde oder lohnt sich da jetzt das noch abzuwarten, wie sich das entwickelt? Oder? Also das ist, wie gesagt, pure Spekulation. Es wurde, wie gesagt, schon lange versucht, eine Lösung zu finden. Deswegen haben wir das auch eben jetzt eine ganze Zeit laufen lassen. Und das ist natürlich etwas, wo ich jetzt sagen kann, wir wollen uns noch etwas Zeit geben, aber wir haben es jetzt eben erstmal zum Monatsende September abgeschaltet, um auch natürlich dann zu sehen, ja, wie die Kundenseite reagiert, andererseits natürlich, wie wir eine Lösung finden können, ohne uns selbst da ein Stück weit eben zu benachteiligen. Also wie gesagt, es gab jetzt keine schwerwiegenden Probleme, aber wir waren einfach unzufrieden mit der Konnektivität und das ist etwas, woran wir arbeiten. Ich kann jetzt wirklich nicht verbindlich sagen, dass das in mehreren Wochen wieder funktioniert oder Anfang 2018 oder ob wir es komplett canceln. Ich sage mal, es gibt immer Lösungen, aber jetzt im Augenblick würde ich mich eben nicht darauf verlassen, dass es jetzt eine unmittelbare Lösung gibt, weil die hätten wir sonst in den letzten Wochen und Monaten auch schon gefunden. Deswegen ist das sicherlich ein Prozess der Zeit, aber wir haben selber gesagt, so in den nächsten 2 bis 4 Wochen wird dann nochmal Medias Res gemacht und bis dato bleibt das alles so ein Stück weit vage. Aber wir haben jetzt erstmal davon uns gelöst und abgeschaltet und das war, wie gesagt, auch eine verbindliche Entscheidung und die müssen wir jetzt erstmal so raustragen. Ich meine ja, man kann ja auch mit dem Agena analysieren, aber es ist natürlich feiner, wenn man dann auch aus einer Plattform heraus handeln kann, aber dann darf es da natürlich auch keine Schwierigkeiten geben oder irgendeinen Froze oder irgendeinen Bug. Genau das ist eben das, was uns nie passiert ist und es darf auch nie wieder sein, dass da irgendwelche, sage ich mal, Delays aufkommen in irgendeiner Art und Weise. Gut, Günther, ganz kurz, VPS-Server geben wir auch und ihr kriegt es auch bei uns einen guten Rabatt dahingehend, auch hier sehr übersichtlich unter Technologien zu finden. Wenn man ein Stück weit runterscrollt, haben wir hier die FOTSI-Server, Rabatt einlösen, da kriegt ihr bis zu 50% Rabatt. Da kostet so ein Surfer 8 Dollar, 75, 9 Dollar, irgendwas in der Richtung. Jetzt gehen wir mal direkt drauf. Okay, da müsste man bei MyJFD sein. Moment, nochmal zurück. Hier unten mehr erfahren, Spezifikation, Preise, da ist es richtig. Und da habt ihr praktisch eine Übersicht über unsere Anbieter. Und hier ist der, genau das gibt es einen 50% Rabatt. Bei Fozzi, zack, da habt ihr hier die Daten. Ich stelle es auch mal rein. Wie gesagt, als JFD Live-Kunde habt ihr da auch einen kleinen Vorteil in Sachen VPS-Server, wer es denn mag. Ansonsten muss man 2 Konten eröffnen für MetaTrader 4 und Guidance. Nein, die sind miteinander synchronisiert, Alex. Das sagte ich gerade ganz kurz. Ihr habt praktisch hier eine Konnektivität, die sowohl, wenn man den Trade hier im Guidance absetzt oder im MetaTrader, dass die beide sozusagen auf einer Plattform, auf einem Handelskonto zu sehen sind. Das ist, wie gesagt, eine Synchronisation und auch in Zukunft hier, das ist beim nächsten Update geplant, das, was so ein Stück weit noch fehlt, dass die Orders hier automatisch in den Chart switchen. Ja, also ich meine, Position und Swing Trading ist okay, aber ihr kennt das, wenn ein Trade abfeuert, gibt es hier eine Entry Linie und wenn ihr einen Take Profit habt, habt ihr hier irgendwo eine oder einen Stop Loss, eine Stop Loss Line und irgendwo hier oben dann praktisch auch eine Take Profit Line mal rein technisch gesprochen und das fehlt eben bislang, dass hier praktisch die Live Entries zu sehen sind im Chart, aber das ist im Loop. Da laufen schon die Beta Test Phasen auf Hochtouren und das wird sicherlich bald kommen. Und insofern ist das eine sehr schöne webbasierende Lösung, um dann hier praktisch ja auch mit einer Browser Lösung zu traden. Genau, Alex, Frage beantwortet. Insofern danke erstmal für die vielen Fragen jetzt, speziell auf JFD bezogen, freut mich. Ich will aber natürlich meinen Jungs von ATT hier nicht den Saft wegnehmen und ihr wollt natürlich alle mal sehen, was die sozusagen hier noch rocken können oder ob es hier einen interessanten Wert gibt. Deswegen mal eine Frage in die Runde. Wir sind ja jetzt heute wirklich einige Team-Members, einige Fighters on the market hier. Hat irgendjemand ein interessantes Intraday-Setting, was wir den Leuten mal vorstellen können? Aus dem MetaTrader 4 raus idealerweise, ansonsten nehmen wir das, was wir da haben, einfach mal in die Runde was reinrufen, wenn da jemand ein schönes Underlying hat, was sich lohnt, heute anzuschauen. Stefan sagt ja vorhin, die Apple-Aktie kommt hier mit einem Upgap rein, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ja.
Okay, die Jungs halten sich erstmal zurück. Gut. Ja, man muss halt sagen, es ist jetzt nicht viel Action am Markt. Ja. Das muss man halt wirklich einfach wirklich so sagen. Wir hängen an den Allzeithochs. Es geht jeden Tag ein Stück weiter nach oben. Und wir sehen jetzt hier keine großen Bewegungen. Heute hat der Euro jetzt während der Mittagssession bis jetzt schön abgegeben, muss man sagen. Ja, Allerdings, man ja. sieht jetzt hier. Hätte man eventuell vorhin short handeln können, natürlich dann der britische Pfund auch extrem am nach unten gehen, aber jetzt da hinterher springen, habe ich gesagt, macht jetzt keinen Sinn. Das sind, glaube ich, die beiden Werte, die sich heute am meisten bewegt haben, Euro und britisches Pfund. Also jeweils Euro und jeweils britisches Pfund. Und ansonsten bewegt sich nicht so viel an den Märkten. US-Dollar geht nach oben, ist klar. Da habe ich übrigens, das kann ich vielleicht auch kurz zeigen, wir haben ja auch den Dollar-Index hier in der Indikation von Guidance drin. Moment, ich hole den mal kurz hier rein. Das sieht ganz spannend aus, den will ich euch mal zeigen. Also US-Dollar-Index ist ja an der Stelle der Außenwert des US-Dollars in einem Warenkorb, ja, der US-Dollar-Index-Future. Und der ist hier an einem schönen Level rangelaufen, wo ich sage, gibt es da mal Obacht. Also hier so eine Art Preis-Action-Zone, die wir hier horizontalerweise haben. Ja, der Dollar ja zuletzt mega schwach. Jetzt sehen wir eine Erholung, aber irgendwie wirkt es für mich so, als wäre die dem Ende relativ nah. Das ist aber eine subjektive Meinung meinerseits. Ich denke, wie gesagt, der dürfte sich hier im Bereich zwischen 93, 94 Punkte den Kopf stoßen. Und ergo dürfte das dann hier speziell für die Devisenpaare, die in US-Dollar abgehandelt werden, wie eben Euro oder Britisch Pfund, sich positiv auswirken. Hier hatte ich auch gestern mal eine kleine Einschätzung gemacht. Die Support-Line, das Fenster hier ist theoretisch durch. Das Pfund heute mit Megaschwäche, also das heißt, das kann hier auch durchaus noch ein bisschen weiter eskalieren nach Süden. Aber wichtig ist eben, dass man hier auch ein Risiko definiert, ja. Wenn man in den Markt geht und wenn das Risiko eben gerissen wird, dann muss man auch früher oder später dann sagen, okay, so what, das ist jetzt einfach mal vorbei, die Geschichte. Gut, also Jungs, ATT, wie schaut's aus? Haben wir da jemanden am Start, der sich ein bisschen hier nochmal der US-Marktbeschau vielleicht widmen will, bevor wir hier dann auch den US-Handel in circa, was haben wir jetzt, 7 Minuten starten? Ja, ich hätte ja noch ein, zwei interessante Werte vielleicht für den heutigen Tag. Ah, da schon. Der Martin meldet sich. Dann können wir doch gleich mal, da ist der Stefan wieder am Start und switcht wahrscheinlich den Bildschirm sofortig. Aha, da geht's schon los. So, WXT, das ist aber auch wieder ein Long-Wert. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das ist, glaube ich, ein Ölwert. Da muss man mal den Ölpreis auch im Auge behalten. Auch wie gesagt, ist hier ein Aufwärtstrend zu sehen, ganz deutlich. Jetzt wieder auch die Korrektur, 80% der letzten Bewegung quasi abgearbeitet. Hier befand sich der Wert die letzten Tage in hier so einem Außenstab, also alles Innenstäbe. Gestern wurde der Außenstab nach oben verlassen. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass der Wert doch nach oben möchte. Und da kann man sich untergeordnet jetzt ein schönes Signal suchen. Hat er gestern schon ausgebildet, das erste Signal, also der Aufwärtstrend ist hier in der Stunde zu sehen. Jetzt kann man natürlich auf die Korrektur warten und dann vielleicht aus der Korrektur heraus vielleicht einen Einstieg suchen, was manchmal nicht so einfach ist, weil da nochmal wirklich den Punkt abwarten muss, wo die Korrektur dann vielleicht dann abdreht. Oder man wartet doch ein bisschen ab und lässt sich dann oberhalb vom letzten Hoch dann einstoppen. Das ist ein schöner Wert, finde ich. Den kann man auf jeden Fall weiter beobachten. Jetzt was für die Short-Richtung, wie OEG zum Beispiel, auch ein interessanter Wert. Ja, der Wert sogar über 100% nach oben korrigiert, was die Sache natürlich noch interessanter macht, weil man einfach das Potenzial dann auf der Unterseite hat und das auch ziemlich groß ist. Was hier auch die ein bisschen dagegen spricht, ist natürlich, dass wir hier die SMA 200, an der wir uns doch öfters mal orientieren, im Weg haben, die dann halt in diesem Fall auch als Widerstand fungiert. Das heißt, es wäre eigentlich besser, wenn der Wert jetzt wirklich die SMA 200 nach unten verlässt. Wir haben auch hier auch Innenstäbe, da sieht man ganz deutlich. Das heißt, das kann auch so ein bisschen vor sich hin dümpeln die ganze Zeit, ohne irgendwie eine erkennbare Richtung einzunehmen. Von daher wäre sinnvoller, dann in der Stunde zu warten. Ja, vielleicht das letzte, wenn er hier dieses letzte Tief nimmt, der Kurs. Und dann aus der Korrektur wieder oder also ein sicheres Signal wie so ein P2-Handel dann machen. Das wären so zwei Werte, die ich auch sehr, sehr interessant finde. Aber wie gesagt, manchmal das muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. Es reizt natürlich einen hier, den Wert schnell einzusteigen oder auch schon das erste Signal
zu handeln, aber ich denke mal, manchmal muss man da ein bisschen Vorsicht walten lassen, vor allem weil die Märkte ja ein bisschen unsicher sind in der letzten Zeit. Von daher besser auf ein sicheres Zeichen warten und dann einsteigen und dann hat man auch, habe ich dann immer so ein bisschen besseres Gefühl und auch, ja, ist auch gut, wenn man so ein bisschen Geduld aufbringen kann und die Disziplin aufbringen kann. Das kann man auch wunderbar üben. Hier sieht man auch, was auch für den Wert spricht. Wir haben hier diese Korrektur, die dann über 100% abgearbeitet hat. Hat auch die ganzen Orders hier oben gefischt. Aber und das Volumen war natürlich auch was sehr, sehr wichtig ist bei Aktien, finde ich. Dass man, wir achten ja auch immer bei ATT sehr auf das Volumen bei den Aktienbewegungen. Das Volumen ist absteigend, das heißt, die Dynamik könnte, also das Momentum könnte jetzt quasi umschlagen und die Bären könnten jetzt quasi das Ruder jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen an sich reißen. Danke dir für die Einschätzung. Also das war ja, wie gesagt, mal kurzschnittig, ohne viel Schnörkelei. Und Volumen ist bei Aktien ja auf jeden Fall hoch elementar. Wir hatten es heute Morgen schon gesagt, am Forex-Markt hängt es eben immer davon ab, wie viel Liquiditätsanbieter da drin hängen und das ist so ein Stück weit irrational. Genau bei den Aktien-CFDs spielt es keine Rolle, weil es keine Repräsenz hat. Insofern aber hier bei Aktien ganz, ganz wichtig. Das Volumen ist definitiv ein Stück weit, gerade wenn man eben im Rahmen der technischen Analyse da auch forciert ist, wird natürlich jede Kursbewegung durch Volumen getragen und wenn das Volumen steigt bei einer Aufwärtsbewegung, ist das nur als gesund zu erachten. Anders natürlich, wenn es sich anders entwickelt, aber da muss man natürlich ein Stück weit den Chart lesen lernen. Okay, im Währungsbereich, haben wir da noch irgendwas? Ein schönes Währungspaar vielleicht aus der zweiten, dritten Reihe oder eben möglicherweise auch, wir hatten das heute Morgen schon mit Bitcoin, gibt es also bei der ATT-Crew sozusagen, also im Vermögensverwaltungsbereich natürlich nicht, aber gibt es dann sonst einen, der da hier schon auf Tuchfühlung gegangen ist mit dem Bitcoin? Nein. Er ist auch hochvolatil, wie gesagt, das ist schon ein Stück weit. Heute hat er gerade mal, wenn ich gerade auf den Bitcoin schaue, 2% zugelegt, aber das waren auch schon Tage, da konnte man eine Null hinten dran schreiben, im Plus wie im Minus. Das ist sicherlich überhaupt nichts für schwache Nerven. Alright, gut. Die US-Indizes, wie gesagt, rauschen weiter nach oben. Freude, Joche, bleibt mal abzuspannen wieder oder abzuwarten, wie das Ganze weitergeht. Was haben wir hier? Britisch Pfund Yen. Das ist auch ein paar, was ihr sicherlich hin und wieder auch unter der Lupe habt. Hast du da, Martin, gerade noch einen schönen Chart dazu? Britisch Pfund, japanischer Yen. Genau. Britisch Pfund, japanischer Yen. Richtig. Okay, mal schauen. Du machst ja auch beim Godmore Trader hin und wieder eine Devisengeschichte, richtig? Hin und wieder, ja. Aber der Fokus liegt dann eher so auf der langfristigen Schiene. Okay. Okay, Pfund, japanische Yen. Das finde ich jetzt bei mir hier nicht. Don't panic. Da muss man auch immer wieder beachten, liebe Leute, dass man, den hast du, glaube ich, gar nicht. Doch, da unten ist er. Über dem DAX direkt und zwischen Eurostoxx 50 klebt er, weiter oben. Ich habe ihn schon entdeckt. Da ist er. Drunter. Du wirst ihn finden, warte mal ab. Da ist er. Sehr gut. Danke dir. Kein Problem. Ja, ganz kurz noch, da ist auch wichtig, auch hier an eine Korrelation zu denken. Ja, also wenn der Yen zur Schwäche neigt, und das sieht man jetzt auch hier im Chartbild sehr schön, also wenn praktisch der Yen schwach ist, und das, oh gut, heute ist das Pfund halt auch dermaßen schwach. Das ist natürlich auch der Knaller. Also Pfund hat da, wie gesagt, ein Stück weit ein Eigenleben auch. Aber das sind die Kerzen, wenn ich mir die anschaue. Ja, H1 heute, das ist schon der Knaller. Aber grundsätzlich immer wieder eine Yen-Stärke hängt immer, wie gesagt, auch mit einer Aktienmarktkorrelation zusammen. Also wenn die Märkte schwächer sind, die Aktienmärkte zu neigen, tendieren, dann erfährt der Yen im Sinne des Safe Haven, wie man mal sagt, der sichere Hafen, einen Zuspruch. Das heißt, der Yen gewinnt an Stärke. Und genauso ist es eigentlich auch umgekehrt rein von Korrelationen und Abhängigkeitsmethoden her betrachtet, dass wenn die Aktienmärkte hausieren, also in einem Aufwärtsbias sind, dann hier sozusagen der Yen zur Schwäche neigt und alle Währungen, wie auch das britische Pfund, was in Yen gehandelt wird, in dem Fall bei diesem Währungspaar, dieser Konstellation, dann eben auch profitieren sollte. Hier ist es aber natürlich so, dass das britische Pfund generell jetzt schon in den letzten Wochen, viel mehr Tagen jetzt stark unter Druck geraten ist. Das sieht man auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, obwohl es ja zuvor erst rasant drauf ging. Aber jetzt so aus dem Lameng heraus, du hast natürlich erstmal die Timeframes so durchgeklickt, Martin. Wie siehst du das hier vom, also wir brauchen nicht drüber sprechen, von wo der Chart kommt, Schrägstrich, welche Trendrichtung hier wohl zu favorisieren ist. Aber es ist natürlich jetzt schon eine Beschleunigung zu sehen gerade.
ist auf jeden Fall eine Beschleunigung zu sehen. Man sieht ja, dass die Korrektur ziemlich stark ist. Aber wir haben hier halt einen Aufwärtstrend. Also übergeordnet ist hier ein Aufwärtstrend. Aber ja, die Korrektur ist halt ziemlich stark. Aber der Aufwärtstrend ist dann erst unterhalb von dem letzten Tief gebrochen. Das heißt, man muss diesen Wert weiter beobachten und sollte sich dann vielleicht in Aufwärtsrichtung schönes Signal bilden. Es spricht sicherlich auch hier nichts dagegen, dann in eine Long-Richtung dann auch was zu handeln. Wie ist Weil das? aufwärts ist der große Bruder, also das Big Picture ist ja aufwärts gerichtet. Von daher, ja, kann man auch sich auf jeden Fall auch Long-Signale handeln. Also Aber die man kann natürlich auch hier versuchen, auch dadurch, dass man auch dieses Fundamentale dann mit einfließen lässt, kann man sicherlich auch hier Einstiege in Short-Richtung suchen, klar. Aber der große, die Autobahn ist natürlich auf Long eingestellt. Und warum auch genau, weil eben die übergeordnete, wir haben ja jetzt, wie gesagt, die Aktienmärkte hausieren ja jetzt weiter, auch jetzt zuletzt eben die Amerikaner stark, der DAX unmittelbar vor All-Time-High, das sind ja alles Punkte, wo jetzt hier auch natürlich den Yen weiter schwächen. Was ich aber hier sehe, sage ich mal, ohne große Brille im Chart, so bei 148 so, das ist doch ein schöner horizontaler Support, wo wir da jetzt direkt aufsegeln. Da kannst du ja mal so eine horizontale Linie, das geht ja bis zum November 2016 zurück, gerade weil du den Chart jetzt hier so aufgebohrt hast. Das ist doch schon mal ein feines Level. Schaut sie da so auf horizontal Ebene auch, wenn sich da, sage ich mal, solche Support-Cluster ergeben, also ich würde sogar noch fast ein Stück tiefer gehen, also da, dass du so viele Kerzen wie möglich da hast. Ist das etwas, wo ihr bei ATT so auf so Horizontalbereiche auch achtet oder ist es dann mehr so wirklich die Be Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrekturstruktur? Stefan, magst du was dazu sagen? Stefan trinkt gerade Käffchen, glaube ich. Stefan trinkt gerade Nee, Käffchen. also das ist ja quasi, also die Punkte von Trends, wenn da mehr beieinander liegen und diese, die du jetzt dort eingezeichnet hast, sind natürlich auch irgendwo in der technischen Analyse Supportzonen. Man hat das natürlich so ein bisschen im Hinterkopf, weil das natürlich auch anderen Marktteilnehmern auffällt. Aber wie gesagt, für uns ist es eigentlich nicht wichtig. Also für uns ist es jetzt nicht so wichtig, weil wir warten ja auf die Trendumkehr untergeordnet. Das heißt, eventuell dreht da der Markt, aber wenn der dreht, dann dreht sich auch untergeordnet der Trend und dann steigen wir auch erst ein. Und wenn er das nicht macht, dann macht er es nicht und wir steigen dann halt auch nicht ein. Das heißt, hier die technische Analyse und diese alle Instrumente, die hier reinspielen, sind erstmal dazu da, um vielleicht zu sagen, okay, jetzt könnte der Markt da drehen und es könnte sich jetzt in diese Richtung entwickeln. Aber wenn es das dann tut, dann finden sich untergeordnete Setups und dann handeln wir das auch. Also hätte, könnte und so weiter, das ist erstmal alles gut und schön, ist auch interessant. Aber letztlich muss man dann darauf warten, was passiert denn dann wirklich und dann handeln wir das auch. Es ist natürlich, gebe ich dir recht. Das ist deswegen war so meine Frage, ne, ob ihr das ein bisschen kombiniert oder ob ihr das so ein bisschen ja schlussendlich euch auf das fokussiert, was euer Rüstzeug ist. Und darauf wollte ich auch hinaus. Da habt ihr schon eure eigene Thematik, weil eben auch das, was so offensichtlich im Chart wirkt, gehen wir auch von der klassischen SKS aus und dergleichen. Wenn es alle sehen, dann ist ja irgendwo die Spannung raus in der Geschichte, ne? Und an solchen, das waren ja früher Widerstandslevel hier, was ist das, 147, 148 runde Bar, wo man sagt, da hat sich der Markt den Kopf gestoßen, dann ist er dynamisch ausgebrochen und das ist ja jetzt nach TA, technischer Analyse, ein klassischer, aber wirklich 1A Pullback. Das heißt, wenn er da jetzt irgendwo, um die Frage von Hartmut da zu beantworten, wenn er da jetzt irgendwo eine Stabilisierung, eine Doji-Kerze oder so ein Umkehrstab da irgendwo zaubert und da eben da eine Stabilisierung sich abzeichnet, ist das schon ein schöner Trade, um mal zu sagen, hier kann man wirklich auf Swing-Basis einen Einstieg suchen. Aber nicht vergessen, der kann natürlich auch durchbröckeln und wenn er das macht, dann kann es auch ganz schnell bis zu dem Punkt gehen, wo Martin vorhin sagte, wo eigentlich die tendenzielle Aufwärtsstruktur, und das ist ja dann hier irgendwo bei 139, 140 Yen, also wirklich das letzte markante Tief sozusagen, wenn das da unterschritten würde, genau dieses Niveau, erst dann wäre dann praktisch das alles gebrochen. Also das ist schon immer so wie ein Wenn dann. Was kann man machen? Man kann sich versuchen zu positionieren, wenn es Zeichen gibt. Wichtig ist dann einen schönen Stopp zu hinterlegen, um dann natürlich ein Vielfaches an R rausholen zu können. Und darum geht es immer wieder, dass man die guten Chancen filtert. Und der Chart sieht wirklich interessant aus. Ob das jetzt ein Trade wird oder eine Idee werden kann, das ist eine individuelle Geschichte. Das Thema von ATT wartet hier, denke ich mal, genauere Strukturimpulse ab, ja. Also eine Erholung möglicherweise sogar shorten, ja. Oder hier jetzt im D1, jetzt dann hier dann eben zu sagen, okay,
Das ist British Pfund US-Dollar, sehe ich gerade, genau. Genau. Der ist ja gerade am Durchrauschen, ja. Also ich meine, der muss jetzt erstmal ein Stück weit Halt finden, weil so wie der jetzt runterkegelt, kann der auch noch die nächsten Tage runterkegeln. Und gerade morgen Non-Farms, da kann es auch nochmal eine Kerze geben, die sich an die, die wir jetzt sehen, anknüpft und dann eben wirklich eine monsterbärische Kerze sozusagen unterstreicht. Und das davor ist ja keiner geeicht. Also insofern, einen klaren Abwärtstrend gibt es ja nicht. Also seit einigen Tagen, eben auch rund 2 Wochen, ist das Pfund in genereller Schwäche. Dollar ja auch, wie gesagt, am Aufdrehen schon seit einiger Zeit länger. Und du hast jetzt so eine Supportlinie mal eingezeichnet, Martin, wo du sagst, wenn er dahin kommt, könnte es interessant werden. Ja, dann hätte er 100% der Bewegung korrigiert. Also, ich meine, wenn vorher ein Signal kommt, würde ich das Signal auch handeln. Aber es ist natürlich immer ideal, wenn er halt sehr, sehr weit korrigiert, weil man hat natürlich dann auch das Potenzial nach oben gegeben. Und da sucht man sich am besten also Einstiegspunkt. So, der DAO, da bin ich raus, plus minus null, der ist kurz runtergegangen, hat jetzt ein bisschen wieder gedreht, dümpelt da jetzt rum, zappelt ein bisschen rum. Ist schwierig. Also mit morgen den Non-Farms, ob sich da jetzt heute noch der Markt deutlich nach unten bewegen wird, bezweifle ich. Eventuell wird das heute hier eine Zappelei seitwärts. Und man kann sich noch den Nasdaq angucken. Wie gesagt, der ist jetzt deutlich. Hat jetzt deutlich ein neues Allzeithoch gemacht. Martin kann es ja vielleicht mal zeigen. Die Apple-Aktie hat kurz mit einem Upgap eröffnet, hat das Ganze natürlich ein bisschen nach oben gezogen. Und da zeigt jetzt aber auch keine Schwäche. Das heißt, hier ist auch nichts mehr zu holen aktuell. Demzufolge, ja, gehen wir nochmal zum DAO. DAO muss man auf jeden Fall beobachten. S&P ist für mich nichts. Nasdaq sollte man beobachten, wenn der dreht. Muss man natürlich noch die Fangwerte mit im Auge behalten und dann, ja, ist es reine Spekulation. Wir wollen uns aber auch hier nichts aus den Angeln leiern, sage ich mal. Und wenn nichts zu handeln ist, dann handeln wir auch nichts. Das ist so. Und solche Tage muss es auch geben. Wir setzen ja das Live-Trading so an, dass es realistisch ist. Mal ist mehr Action. Wir hatten jetzt die letzten 3 Male immer Action, muss man sagen. Da gab es immer schöne Bewegungen. Jetzt haben wir heute mal einen Tag, wo es zwar nach oben geht, aber halt. Heute Morgen hatten wir ja auch Action und ich sag mal, aber ich sag mal, so ein, also dass ihr jetzt so ein Long Swing Trade noch laufen habt, im Sinne der Trendrichtung. Ich meine, der Trend ist ja your friend und die Märkte hausieren ja, wie gesagt, weiterhin. So spekulativ es natürlich jetzt auch ist, habt ihr da irgendwo in der Vermögensverwaltung oder in einem anderen Trade-Account da noch eine Long-Position schon längerer Natur laufen, eben um den Trend zu spielen, der ja hier sich vielleicht sogar massiv weiter ausbaut jetzt dann noch zur. Wir laufen ja jetzt auf Oktober, November, Dezember. Wir wissen alle, das sind statistisch sehr bullische Jahre. Gerade November, Dezember dürften die Aktienmärkte per se sicher 2, 3% wieder zulegen im Schnitt. Wo man einfach sagt, da ist ja sicherlich jetzt nach oben durchaus wieder Luft, jetzt wo wir die Krisenmonate da hinter uns gelassen haben. Also August, die Ja, Sommerflaute mehr oder weniger. da kann sicherlich der ein oder andere Kollege von mir Swing Trade mäßig was in Long Richtung zeigen. Also im Indexbereich jetzt nicht, aber in den Einzelwerten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer hat was offen. Mirko hat auf jeden Fall noch ein paar, also Long Aktien. Martin hat auch Long Werte, wie man sieht. Ja, also PWR, das ist ja auch ein Longwert, der zwar noch nicht so lange läuft, aber der sich wirklich gut entwickelt. Auch hier ein Einstieg hier aus der Stunde heraus. Jetzt bewegt sich das ziemlich schnell. Also hier dieses kleine erste Signal. Also für mich, also für meinen Stil reicht es, so das erste Signal zu handeln, weil sich einfach übergeordnet alles aufwärts bewegt. Ich habe mich hier oberhalb vom letzten Hoch einstoppen lassen, der letzte Stopp lag hier unter dem letzten Tief. Und dann habe ich dann einfach den Trade auf Trendstunde verwaltet. Habe dann auch zwei Stops jetzt, zwei Teilverkäufe realisiert bei dem Trade. Und dann wird er ganz einfach weiter verwaltet unter dem letzten Tief auf Trendstunde. Sauber, der Günther. So, dass ich weiterhin. So, Ja. jetzt wollten wir am liebsten alle gleichzeitig ein Lied singen. Das ist natürlich immer schwierig. Also ich weiß, dass du noch was sagen wolltest und wir hatten noch jemand anderes im Background.
Ja, ich wollte nur sagen, dass er ganz einfach weiterverwaltet wird auf Trendstunde, um dann einfach das Bestmögliche aus dem Trade rauszuholen. Also mir kann ja auch nichts passieren. Der Trade ist abgesichert, Teilverkäufe sind realisiert. Man könnte auch den Trade auch ein bisschen größer verwalten. Das heißt, ich könnte den Stopp dann auch hier auf das letzte Tief legen. Das heißt, mir könnte da auch nichts mehr passieren, weil ich einfach schon aus dem Risiko draußen bin. Genau, dieses kleine Risiko kann ich ja noch eingehen, weil ich einfach schon weit im Plus bin. Und dann kann man den Trade dann weiterverwalten, groß auf Tag. Das heißt, man könnte ihn einfach laufen lassen und dann vielleicht dann noch 10, 20, 30% mehr aus diesem Trade rausholen. So ähnliche Trade habe ich hier auf ENTAP. Das ist auch ein Einstieg. Hier haben wir den großen Aufwärtstrend auf Tag, ganz deutlich zu sehen. Alles aufwärts gerichtet, hier über 100% korrigiert. Hier hat er die ganzen Stops geholt, hat sich wieder in Richtung Norden bewegt und ich habe abgewartet, bis er hier die SMA 200 auf der Oberseite durchbricht und dann habe ich mir untergeordnet hier in der Stunde ein Signal gesucht. Man muss sagen, ich habe hier sehr, sehr kleines Signal gehandelt, vielleicht auch ein bisschen zu klein. Ich habe mich da quasi so ein bisschen reingemogelt in das Ganze, aber einfach mit dem Hintergrund, weil er einfach wirklich sehr viel stärker nach oben gezeigt hat und dann Teilverkäufe schon realisiert und jetzt lasse ich das einfach laufen. Jetzt gucken wir mal, was draus wird. Der Günther sagte gerade, wobei Daniela hat noch eine Frage, was das für ein grüner Schatten im Hintergrund ist. Ist das eine Supportzone, die du da einzeichnest oder was das ist da? Das ist hier mein Einstieg, das ist mein Einstieg hier, das ist hier Ah, der Einstieg. die untere dunkelgrüne Linie ist der Einstieg. Warum wird das da so schattiert nach oben? Ja, da ist man aus dem Risiko draußen, glaube ich. Bin da nicht so sicher. Aha, okay. Okay, Sieht auf was? jeden Fall auch schön. Sieht auf jeden Fall auch schön Okay, aus. und Short Trade ist dann rot, oder? Also das ist dann ein roter Kasten. Genau. Ich Short kenne die Trade kann ich auch mal kenne die zeigen. Software gar nicht. Aber Genau, das, Short das Trade habe ich ist mir rot. jetzt fast gedacht. Okay, das war, also wie gesagt, kenne jetzt die Software nicht, aber das ist ja auch das, wo wir vorhin drauf gezielt haben, neben der Geschichte mit dem Agina-Trader, ist es ja tatsächlich so, dass man auch hier natürlich verschiedene, und das war früher relativ gängig, dass man verschiedene Analyse-Plattformen und Tools genutzt hat und dann bei seinem Broker klassisch die Orders aufgegeben hat. Das ist natürlich heute alles kombinierbar und insbesondere eben mit Guidance und dem MetaTrader gut umsetzbar an der Stelle. Günther schreibt, Euro-S-Dollar hat einen schönen Abwärtstrend entwickelt, Intraday-Trend. Das ist richtig. Jetzt haben wir auch gerade im Minutenchart einen schönen Rücklauf gesehen. Kann jemand mal den Euro-Dollar hier auf den Schirm holen, um da vielleicht mal zu sagen, ob das jetzt hier im Sinne der laufenden Bewegung jetzt hier vielleicht ein kleiner Korrekturimpuls ist, den man möglicherweise heute noch handeln könnte oder auch nicht? So, ganz kurz. Also, was sehen wir hier? Wir haben einen großen Abwärtstrend. Ja, das letzte Tief hier war nicht so besonders markant, aber wir haben jetzt eine Korrektur, waren hier aufwärts gerichtet. Das Ganze hat sich jetzt hier in einen Abwärtstrend umgeswitcht. Ja, man sieht es hier, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und jetzt korrigiert das hier wieder ein Stück weit. Gucken wir uns das mal untergeordnet an. Ja, also gehen wir mal davon aus, es passiert jetzt Folgendes: Es geht hier hoch und geht dann wieder hier nach unten. Dann könnte man hier einsteigen, den Stop hier hinlegen. Das würde sich aber eigentlich nicht besonders lohnen. Wir hätten hier das Ziel, was mal mindestens angesteuert werden könnte. Vom Chance-Risiko-Verhältnis wäre das nicht besonders. Das heißt, man muss dann irgendwie meiner Meinung nach darauf warten, was hier eventuell untergeordnet passiert. Das ist jetzt natürlich nur Spekulation, was da passieren könnte. Aber man muss meiner Meinung nach, um hier einen Trade mit Potenzial rauszuholen, irgendwie versuchen, enger reinzukommen. Das heißt, man könnte zum Beispiel hier auf die Korrektur warten und sich dann hier untergeordnet ein kleines Signal suchen, zum Beispiel. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wie gesagt, wir wissen ja jetzt nicht, was da für eine Korrektur kommt, wie weit die laufen wird, ob die vielleicht nur bis hierhin laufen wird oder ob das Ganze dann extrem nach oben geht. Fakt ist, wir müssen dann wieder mit Trendgrößen darauf achten und hier schauen, dass wir die untergeordnete Trendgröße, die sich dann hier vielleicht ausbildet, irgendwie umdreht. Und gerade im Währungsbereich ist das nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz so sauber. Das heißt, wir haben sehr oft sehr schön trendige Phasen. Wir haben dann aber auch immer wieder Phasen,
wo dieses sich abwechseln von sauberen Bewegungen und Korrekturen nicht ganz so ideal sich verhält. Das heißt, wir haben oftmals Seitwärtsphasen. Was Währungen sehr oft gerne machen, ist halt solche Korrekturen, ja, wo dann immer wieder diese Punkte genommen werden und dann meistens nach dem ersten oder zweiten Punkt dann das Ganze weiterläuft. Obwohl das ja dann eigentlich nichts anderes ist als auch eine kleinere Trendgröße, die dann aber eben sich nicht trendig in eine Richtung verläuft, sondern halt seitwärts verläuft. Und das, ja, das weiß man halt hier noch nicht, was hier passiert. Aber grundsätzlich, Euro ist schwach. Jetzt hier einfach noch reinspringen, wäre meiner Meinung nach irgendwie zu gefährlich, weil dann müssten wir hier, bei der Trendkurse sind wir weiter in der Bewegung, wir sind hier unter diesem Punkt unter durch und das heißt, die Chance wird größer, dass das Ganze mal korrigiert. Okay? Mhm. Ansonsten gehe ich mal zu Ali. Ich glaube, Ali hat was. Ali? Ja, Moment. Sekunde, ich muss nur kurz das umstellen. So. Wir werden uns jetzt mal, ich meine, die Frage war wegen langfristigen Aktien, können wir uns auch gerne anschauen. Und zwar, wo habe ich die denn? So, weil es vorher auch geheißen hat, Long und Short. So, wir sehen ja hier auch die Tesla-Aktie, in der ich ja schon länger Long unterwegs bin und jetzt hier mein Stopp habe, der bis jetzt gehalten hat. Man sieht die Korrektur bis darunter, dann wieder in die Trendrichtung und auch da geht es wieder, die saubere Verwaltung ist hier sehr wichtig, um hier schön dabei zu sein und dann noch die Procter & Gamble, die auch sehr natürlich auch fundamental sehr stark unterwegs ist. Man sieht auch hier die Korrektur, dann die Bewegung rauf und aus der Korrektur dann nochmal long mit schönen Zielen, die er auch sehr schön genommen hat. Dann jetzt die stärkere Korrektur, wobei hier natürlich sieht man sehr stark die Abwärtsbewegung, die langsam korrigiert. Macht mir ein bisschen Sorgen. Deswegen habe ich auch schon einen Stopp hierher gezogen, obwohl das ja kein neuer Punkt 3 ist, wie im Lehrbuch, wie man das erlernt, sondern es sollte, das ist ja auch mitdenken und sagen, hier könnte ja, wenn er runtergeht, ein Gegensignal machen, deswegen bin ich da schon enger ran. Natürlich sind hier auch bitte Teilverkäufe schon durchgeführt worden und jetzt geht es nur noch darum, dass man das sauber verwaltet. Ich habe vorher auch, muss ich schauen, das ist der richtige, nein, hier nochmal den Nasdaq aufgemacht, weil ich gesehen habe, okay, die Hochs geholt, wie Stefan schon gesagt hat, und hier am Pivot gedreht. Deswegen habe ich es hier am Pivot probiert. Es ist ein sehr riskanter Trade, aber ich habe hier nicht viele Punkte als Stopp. Ich habe den DAX auch schon aufgelöst, wie ich den Stopp hatte, ja, also der ist im Minus raus, sage ich auch dazu. Also ist ein Minus-Trade gewesen am Ende, gehört auch dazu. Schauen wir uns auch an. Ja, wir sehen auch, dieser Spike hat mich hier rausgeholt. Das ist am Ende, war es vielleicht zu eng. Ich muss das noch beobachten, sollte runtergehen. Probiere es nochmal, vielleicht war ich zu eng am Markt. Aber wir sehen auch, das Volumen ist nicht wirklich da. Also deswegen warte ich noch ein bisschen ab und schauen wir das mal hier noch an, was hier passiert. Und werde das auch mal verwalten. Ich würde den ersten Teilverkauf hier unten machen, vielleicht die Hälfte rausnehmen, den Stopp dann hier absichern. Und dann laufen lassen, wenn er denn hier runter geht. Also das wäre jetzt mein Gedankengut dazu. So, und zu der Frage, ob wir Euro US-Dollar jetzt handeln würden, auf keinen Fall. Der ist schon stark in der Bewegung gewesen. Der ist jetzt uninteressant. Da muss man auf die Korrektur warten und dann einen neuen Einstieg suchen. Dann kann man den wieder versuchen. Also gesagt, die Frage, ob ich den könnte natürlich, das ist auch der Punkt, was ich gesagt habe, als CFDs auch natürlich sehr schön handeln, hat der Stefan schon gezeigt, wie er das gestern gemacht hat. Im Future ist es natürlich sehr teuer und auch die Gebühren dahinter und auch die Margin dahinter ist sehr hoch. Also würde ich wirklich Anfängern empfehlen, das als CFDs zu handeln. Schaut euch die Kostenstrukturen mal an. Wir gehen ja später dann, wenn wir mit dem Trading durch sind, so wie gesagt, lade ich ja die Leute ein, 17 Uhr, dann gehe ich mal auf solche Sachen ein.
Worauf schaut man bei Brokern? Vergleiche euch das zum Beispiel mit dem hier. Dann seht ihr mal die Kostenstruktur hier. Wie gesagt, hier habe ich schon mal größeren Punktespread. Dann fängt das an, dass ihr nur mal ein Beispiel habt, was die Margin betrifft. Ich habe es jetzt nicht auswendig, vielleicht weiß es der Chris. Wie hoch ist bei euch die Margin bei einem DAX CFD? Moment, also wir haben bei uns zwei verschiedene Margen, Level 1 zu 50 und 1 zu 100. So, und hier ist ja die Standardmargin, das Minimum schon mal 387 Euro. Ein einziger CFD. Das ist, glaube ich, eines der teuersten Broker, die es in dem Fall gibt. Das auch die Futures betrifft, noch wesentlich teurer. Das heißt, für einen CFD musst du 387 Euro hinterlegen, sozusagen. Genau, das muss ich hinterlegen und ich bezahle zusätzlich noch fast einen Euro Swap-Kosten am Tag. Ja, Swap-Kosten, gut, ja, so Finanzierungsgebühren hat man natürlich bei uns immer, sozusagen. Die hat man überall, aber die sind, wie gesagt, hier eines der teuersten. Also bei Aktien muss ich sagen, zum Beispiel, es kostet der Turn 20 Euro, ja, Minimum. Auch bei den Forex-Werten, außer man handelt über einem Lot, dann kosten sie nichts. Aber sonst muss man wirklich 20 pro Turn zahlen. Das heißt, kaufe ich 20 Euro, verkaufe ich wieder 20 Euro. Das heißt, ich muss schon mal 40 Euro an Gebühren bezahlen, nur um in Forex-Werten handeln zu dürfen. Darauf gehe ich dann noch ein. Dann seht ihr schon mal den Unterschied, warum ich sage, der hat seine Vorteile, aber dafür für Anfänger und für Leute, die nicht wirklich Riesenkonto haben, extrem hohe Gebühren und Kosten. Ja, also wenn man das schon vergleicht und ihr braucht niemals das Wort von Christian anhören, das Wort von mir anhören, sondern ihr habt das ja alles auf deren Homepage, könnt ihr euch ja anschauen und so vergleicht man auch die Broker und sieht, was sind die Gebühren und das summiert sich im kurzfristigen Handel sehr für Anfänger, was da an Gebühren am Ende zustande kommt, dass manchmal die Gebühren dann nicht nur teils, sondern teilweise gesamten Gewinne auffressen, wenn man klein unterwegs ist. Aber das gehe ich dann nochmal später ein, so in einer halben, dreiviertel Stunde. Was ist denn die Gebühr, Ali, für ein Aktien-CFD bei deinem Beispiel? Kannst du das sagen? Sehe ich das da irgendwo? Wenn wir uns anschauen, ich habe es nicht auswendig, weil ich, wie gesagt, eigentlich keine Aktien. Also wir hätten hier eine Aktie zum Beispiel. Also wenn wir die Aktie CFD davon handeln, sagen wir mal, keine Ahnung, was nehmen wir da? Das Minimum, das die 100 Stück nehmen. Siehst du, 27 Pfund muss ich pro Turn bezahlen. Das ist nur zum Kaufen. Wenn ich es verkaufe, nochmal die 100 Stück, zahle ich noch einmal 27 Pfund. Wow. Wow. Also bei uns, wir haben ja die 5 Euro mindestens jetzt bei den Aktien-CFDs und ansonsten ist es immer vom Volumen abhängig. Ja. Da gibt es bei uns natürlich auch schon eine Unterscheidung zwischen Aktien-CFDs und Aktien-Indizes. Also vorhin beim DAX hätte es mich auch mal interessiert, weil ich sage mal, Aktien-CFDs werden ja, sag mal, auch gehandelt, aber die Index-CFDs ja gerade sehr, sehr viel. Und neben dem, dass die Marge natürlich hier wesentlich höher ist, ist sicherlich dann auch die Commission an dem Punkt ein Stück weit höher, das sehe ich jetzt hier aber nicht. Aber wir sind da mit 20 Cent, wir haben auch im letzten Jahr 60% unserer Handelskommission gesenkt. Also wir hatten früher 50 Cent Roundturn, also Kauf und Verkauf, Ali, das hast du ja auch gerade richtig angesprochen, pro Aktien CFD. Und da sind wir jetzt nur noch bei 20 Cent, also das ist wirklich ein Schnäppchen im Prinzip. Und dann kann man das Ganze auch auf den 0,1 Dezimalbereich runterbrechen. Also das ist dann bei uns praktisch ein CFD ist ja 1 Euro an Bewegung, okay. Und ihr könnt das aber auch runterbrechen auf 10 Cent, also praktisch den Dezimalstellenbereich, also die Mini-CFDs sozusagen handeln. Und das ist natürlich gerade was, wenn man jetzt mit einem kleineren Konto bei euch lernt oder auch übt, sicherlich ein ganz wichtiger Vergleichspunkt, um da auch eine Schnittstelle zu haben, um eben auch ja am Markt eben auch arbeiten zu können. Weil wie du schon sagst, den Future wird kaum einer live handeln können, weil man eine Size von 50.000 und mehr braucht, allein um die Margen abzudecken und auch die Handelskosten zu decken. Und ich sag mal, dann ist es eben auch die Geschichte, dass die Kosten dann durchaus nicht zu vernachlässigen sind. Und wenn man da eben mit kleineren Aktivitäten agieren kann, ist es dann sicherlich sehr, sehr interessant im Sinne dessen, dass man da eben auch natürlich den richtigen Broker sich da aussucht. Und da haben wir auch volle Transparenz. Ich habe heute Morgen oder vorhin auch die Links reingestellt zu den Spreads und da seht ihr auch dann unsere Commissions für CFDs und auch in dem Fall, wie vorhin dann dargestellt, die Spreads auch zu Forex an der Stelle. Gut, back to the market. Wir schauen uns das dann nochmal an. Wie gesagt, der Broker hat ein paar Vorteile.
Aber wie gesagt, das kommt immer auf den Kunden an, was er ja haben will. Ich sage mal, das ist eine Bank dahinter, da gibt es jetzt News mit China und so, erzähle ich dann später. Aber nur mal als Vergleich, dass man sieht, wenn man aktuell am Handeln ist, was auf welche Sachen man schnell achten muss. Weil das ist schon mal ein Unterschied, wenn ich fast 50 Euro an Gebühren habe, 60 Euro, und ich muss mal da ein bisschen was reinholen. Das macht schon viel aus, ja. Die Margins teilweise, wie gesagt, hier sieht man ja alles, ist alles hier offen, transparent von denen schön gemacht, aber trotzdem auf das achten. Und dann schauen wir weiter. Schauen wir mal, wer hat denn noch irgendwas von unseren Kollegen? Da lassen wir Sie mal kurz genau, dann nochmal der Aufruf in der Runde pflichtig bei. Vielleicht hat der Kollege noch was, der ein oder andere. Ansonsten Aktientief, den ist generell natürlich auch immer darauf, die natürlich Übernachtkosten achten. Ja, also ich sage mal, das kann wirklich bei CFDs, das muss man an der Stelle sagen, Aktien-CFDs durchaus kostspielig werden. Da natürlich hier auch, da man ja ein Darlehen gibt, also man handelt ja, sage ich mal, gehebelt sozusagen eine Aktienposition mit kleinerem Einsatz eine große Stückzahl, sprich Hebe. Und das lassen sich die Liquiditätsprovider natürlich auch durch Finanzierungsgebühren, auch wenn die Zinsen niedrig sind, bezahlen. Und deswegen muss man auch wirklich darauf achten, gerade beim Aktien-CFD-Handel, auf Sicht von Wochen, Monaten, da natürlich auch die Transaktionskosten oder zusätzlich auflaufenden Kosten nicht zu unterschätzen. Das gilt es immer zu berücksichtigen, aber da kann man ja, wie gesagt, eine schöne Beschau auf unserer Seite durchführen und auch dann sich da jederzeit immer kurz schließen bei unserem Support, was denn da für Kosten hier und da fällig werden. Also da sind wir ja unverändert transparent. Wollte ich nur erwähnen. Ansonsten jetzt nochmal in die Runde, genau wie Ali ja schon sagte. Wie gesagt, Euro-US-Dollar, da geht nicht viel, das kriecht so ein bisschen seitwärts daher. Die Amerikaner jetzt da wieder auf dem Höhenflug. Apple-Aktie mit dem Gap Up, hat sich das eigentlich erfüllt, Stefan, was du vorhin gesagt hattest, in Sachen der Vermutung, das, was kommen könnte? Jawohl, wir können ja mal ganz kurz uns die Apple anschauen. Moment. Haben wir ja auch als CFD bei uns drin, ne? Genau. So, dann sieht man es hier schon, Apple. Also ist hier natürlich immer noch aufwärts gerichtet, hat jetzt eine relativ starke Korrektur, wobei diese letzte Bewegung jetzt auch erstmal so ein Stück weit korrektiv nach oben verläuft, aber ja, Apple ist eigentlich immer wieder gut, auch für einen Long. Man sieht, hier gab es ein Upgap, jetzt kein riesiges, aber immerhin. Und seit der Eröffnung hat das Ganze auch noch mal einiges zugelegt, hängt jetzt hier an den Hochs, dreht eventuell sogar wieder. Deswegen fängt jetzt der Nasdaq auch etwas an, wieder Schwäche zu zeigen. Aber das ist zum Beispiel etwas, was sehr interessant ist, wenn man JFD Brokers Kunde ist und auch zum Beispiel so wie wir Aktien als CFD im mittelfristigen Bereich handeln möchte. Das wäre dann zum Beispiel auch fast schon ein Setup. Also mir wäre das ein bisschen zu wenig, weil das passt von den Trendgrößen nicht ganz so sehr und auch viel so die Dynamik gefällt mir nicht. Aber wenn man das mal sich untergeordnet anguckt, dann sieht man, okay, das ist abwärts. Wir haben zwar hier noch eine Trendgröße dazwischen, die jetzt hier korrigiert. Wenn man es mal genau nimmt, dann haben wir ja sowas hier. Und das korrigiert hier. Der ein oder andere würde jetzt wahrscheinlich schon sagen, okay, wir haben jetzt hier schon so eine Art kleineren Aufwärtstrend. Das würde mir jetzt nicht ausreichen, aber okay. Ziel wäre natürlich hier oben zu sehen, wenn man long gehen möchte. Ich würde vielleicht noch ein bisschen abwarten. Also, aber wäre nicht uninteressant. Stop hier unten runter, also zum Beispiel Einstieg hier, Stop hier unten drunter. Und dann sollte es weiter nach oben gehen. Immer den Stop von tief zu tief hinterherziehen und dann halt den nächsten Swing mitnehmen. Hier oben spätestens einen Teilverkauf machen und das Ganze dann weiter laufen lassen. So wäre dann eigentlich die Herangehensweise. Ja, schönes So, Set. handelst du eigentlich auch Aktien, Chris, oder was handelst du eigentlich? Du handelst doch nur Währungen, oder? Ja, im Sinne meiner Tätigkeit als Head of German Speaking Markets ist das wesentlich weniger geworden, aber ja, eigentlich nur Währungen. Das war so 2007, 2008 hatte ich mich da so ein bisschen verguckt dahingehend, dass eben der 24-Stunden-Handel mich da gelockt hat, weil ich damals ja auch noch ein Stück weit berufstätig war und das sozusagen nebenbei alles gemacht habe. Aber ja, Währungen sind eigentlich das A und O, aber da schaue ich auch auf die Top 28 plus Gold und Silber, das sind 30 Stück, da hat man auch immer wieder was zu finden. Persönlich als Vorsorge sind Aktien natürlich
Ganz klar, die erste Wahl, da habe ich sicherlich auch ein paar, aber das ist, hat überhaupt nichts mit Trading zu tun, sondern das ist so ein Buy and Hold mit klassischen Anlageprodukten in der Richtung. Aber sonst, sage ich mal, charttechnische Auswertung, das kommt eher selten dann bei mir bei Aktien vor. Das ist wirklich rein auf den Währungsmarkt tatsächlich bezogen. Das ist korrekt. Alles klar, okay. So, vielleicht ganz kurz noch. Ich habe es jetzt nur mal im DAU probiert, hat sich das Allzeithoch geholt, hat jetzt wieder gedreht. Sehr spekulativ, ist klar, muss, sollte ich aber trotzdem probieren. Man sieht es, wenn man sowas dann teilweise mal nicht probiert, ja, wenn man sowas immer macht und man probiert es dann mal nicht, dann hat man oftmals das Pech, dass gerade dann das Ganze anläuft. Das heißt, man muss hier bei solchen Setups immer dranbleiben. Das mache ich jetzt hier auch. Es ist, wie gesagt, sehr spekulativ. Es ist zwar oben drüber gegangen, hat dann aber wieder gedreht. Schauen wir mal, was noch passiert. Eventuell im besten Fall geht es hier unten wieder in die Seitwärtsphase rein. Und daraus wird dann noch ein Plus-Trade. Das vielleicht ganz kurz. Ansonsten S&P, ja, ähnliches Bild, aber für so kurzfristigen Handel meiner Meinung nach nicht so geeignet. S&P zeigt mehr Schwäche. Ja, die Fangwerte sind wahrscheinlich jetzt alle ein bisschen am Stagnieren. Apple, Amazon, Google, Microsoft und ich habe was vergessen. Apple. Gut, mehr gibt es eigentlich jetzt auch von meiner Seite nicht. Ali, wie läuft dein Nasdaq-Trade oder was haben die anderen Kollegen noch? Hat irgendwer noch eine Trading-Idee? Martin, Felix, Was Mirko? denn? Den Nasdaq-Trade habe ich auch eröffnet, aber nicht vor, bevor es Ali gesagt hat. Ich habe jetzt zweiten Versuch jetzt gebaut. Ich bin ja vorbörslich schon mal reingegangen, weil er die ganzen Hochs hier genommen hat. Hier diese Geschichte, dieses Hoch, also diesen markanten Punkt. Ich habe es vorbörslich mal probiert, wurde ausgestoppt und jetzt zeigt er wieder Schwäche. Jetzt habe ich es nochmal probiert. Jetzt schauen wir mal, ob sich der in meine Richtung entwickelt. Interessanter Punkt an der Stelle, da hast du schon Biss sozusagen. Das heißt, du positionierst dann schon nochmal auf, nach dem Motto, jetzt, das war ein unglücklicher Spike, der dich da gefischt hat. Also da hast du, ich sag mal, unter uns Männern, ich will jetzt nicht das Verkehrte sagen, wir sind im öffentlichen Webinar, den Scheit sozusagen, hier dann direkt nochmal eine Reorder zu machen, oder? Ja, aber wie gesagt, das sind alles kleinere Orders, die Size ist angepasst und die ist so angepasst, dass ich auch mehrere Versuche machen kann. Also ich gehe da nicht mit einer größeren Position rein, weil hier in diesem Bereich muss man eigentlich damit rechnen, dass man vielleicht vor allem vorbörslich, wenn man das macht, dass man dann einfach abgefischt wird und der Markt dreht dann in die gewünschte Richtung. Also von daher halte ich mir dann immer zwei, drei Versuche frei und gestalte dementsprechend meine Positionsmanagement auch. Dass ich das auch, sage ich jetzt mal, durchziehen kann in der Form. Vielleicht an der Stelle nicht uninteressant auch für die Zuschauer. Die sehen ja zurzeit auch, okay, die Positionsgrößen gehen ja hier komplett auseinander. Wir haben einmal hier ein Stück oder wie auch immer, dann haben wir bei dem anderen die Futures, die da laufen. Dann sagen die Kollegen, okay, wir handeln Vermögensverwaltung und so weiter. Guter Das Punkt, ja. heißt, natürlich handeln wir unterschiedliche Kontogrößen von Privat bis Vermögensverwaltung und natürlich zum Beispiel, wie gesagt, das Konto, was ich hier handle, da hängt das Copy Trading dran, da ist eine überdurchschnittlich große Summe für die meisten von Ihnen hinten angeschlüsselt. Das heißt, hier bin ich sehr auf mein Money Management, hier achte ich sehr auf das Money Management und versuche natürlich größere Bewegungen mitzunehmen. Ansonsten in der Vermögensverwaltung geht es alles ab sechsstellig los. Das ist das kleinste Konto im sechsstelligen Bereich. Und dann kommt es ja natürlich auch immer an auf den Handelsstil. Wenn man sich jetzt das zum Beispiel anguckt, was Martin hier macht, der ja auch trotzdem bei uns Händler in der Vermögensverwaltung ist und hier auch mit einer sehr kleinen Size unterwegs ist, ist der Trade natürlich auch wahrscheinlich so angelegt, mit kleinem Risiko zu starten und dann etwas länger laufen zu lassen und dann aufzubauen. Ja, Genau. das wollte ich auch an der Stelle mal loswerden. Und man muss auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist überhaupt realistisch, bei welcher Kontogröße zu handeln, ja, und wo befindet sich im Moment das Konto. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich zu ATT gekommen bin, vor mehr als 3 Jahren, ungefähr vor 4 Jahren, habe ich
schon damals sehr aktiv CFDs gehandelt. Ja. Und ich hatte da zwar auch eine fünfstellige Summe, aber bin trotzdem immer so mit 50 DAX-CFDs reingegangen. Oh, ja. Du Killer. Ja, und das hat natürlich das Ganze dann zum Untergehen gebracht. Ja, und das ist wirklich auch ein Problem für Anfänger, dass der Zugang zu diesen gehebelten Produkten heute so einfach ist und dass man da einfach wirklich auf das Risiko Money Management aufpasst. Also wie gesagt, ja. Stichwort Risikohinweis da an der Stelle nochmal von heute Morgen auf jeden Fall, gerade eben, weil du es auch nochmal sagst, Margin Trading ist nicht ganz ohne und es wird eben häufig auch mit dem, ich sag's immer so gern, so mit dem Dschungelkick verglichen, ja, oder mit dem Kick, wenn ich ja jetzt als Dschungelkämpfer da durch den Amazonas laufe oder was, also irgendwo immer auf der Suche nach dem nächsten Kick und nach der schnellen Verdopplung und möglichst viel riskieren und am Ende viel rausholen, das sind eben genau die Ansätze, die nicht funktionieren können. Und man wird eben auch schnell dazu verleitet, mit einem hohen Hebel zu agieren. Ja, also es gibt, zuletzt hatte ich mal einen Hebel von 1 zu 888 und ich habe mich gefragt, wann der Hebel 1 zu 1000 kommt. Ja, also ich setze 1 Euro ein, um 1000 Euro am Markt zu bewegen. So ist die einfache Rechnung. Und das geht natürlich in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung. Ja, und das heißt, wenn man ein 10.000 Euro Konto hat, dann sind die 10.000 Euro, wenn es dann eben mal nur 10 bis 100 Punkte gegen einläuft, dann mal ganz schnell weg. Dann ist das Konto platt gemacht im Margin Call und dann war es das. Und deswegen ein hoher Hebel ist immer mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen. Auch was Ali mich vorhin fragte, wie gesagt, mit dem Hebel 1 zu 100, 1 zu 50. Wir haben bei uns immer den Standardhebel jetzt 1 zu 50 und da ging ja auch das BaFin-Geschrei Anfang des Jahres herum, wo wir auch meinen, ein hoher Hebel ist nicht unbedingt das zwingende Erfolgskriterium. Im Gegenteil, die Profis arbeiten alle mit einem reduzierten Hebel, weil sie genau wissen, dass sie durch den Hebel in einer gewissen Art und Weise natürlich auch ihr Risk- und Money-Management bestimmen. Ja, das hängt ja alles zusammen und da sollte man sich wirklich in Ruhe mal Gedanken drüber machen, dass hier ein Hebel von 1 zu 500 oder 1 zu 888, wie gesagt, überhaupt nicht den Mehrwert bringt, weil man eben einfach auch zu viel im Risiko sitzt. Ja, also ein hoher Hebel klingt zwar immer interessant, ist aber jetzt gerade für professionellen Trading oder für das professionelle Trading keinesfalls der Maßstab. Das ist irgendwas, wo man viele Kunden schnell reinzieht und in Anführungszeichen dann auch buchstäblich schnell auszieht und dann ist das Geld weg. Genau, und das Problem ist halt, als Anfänger hat man in der Regel, also viele Anfänger haben halt in der Regel kleine Konten, zum Beispiel, sagen wir mal, 5.000 Euro und versuchen halt mit den CFDs relativ schnell große Beträge zu handeln und dann halt auch das Konto relativ schnell hochzuhandeln. Das kann auch mal funktionieren, ja, aber das funktioniert halt meistens nur eine Weile und dann schlägt das irgendwann um und dann schlägt halt auch die ganze Situation meistens um und das ganze Geld ist meistens schnell weg. Das heißt, ich kann nur empfehlen, wirklich konservativ an die Sache ranzugehen, sich einen Handelsstil zu entwickeln, der funktioniert und immer auf das Risiko Money Management zu achten. Und wenn das Konto noch zu klein ist, dann muss man halt entweder die Ausdauer haben, das über mehrere Jahre hochzutraden oder einfach hochzutraden und gleichzeitig noch Geld anzusparen. Dann ist man irgendwann bei seinen 100.000 und dann kann man, dann hat man bis dahin schon so viel Routine entwickelt, dass man auch gegebenenfalls davon leben kann, wie auch immer. Das ist vollkommen richtig. Aber wie gesagt, vom Trading leben zu können, ich meine, wie gesagt, ich bin auch in die Branche reingerutscht, da braucht man schon eine sehr hohe Kapitalbasis, weil man eben auch irrationale Marktphasen, volatilitätsarme Marktphasen überstehen muss oder auch mal Drawdown-Phasen. Und Trading ansonsten ist eben auch gerade früher, es war ein sehr einsamer Beruf. Das ist natürlich heute mit den Webinaren, mit den Streams, mit der Live-Action oder auch wie ihr das macht, die Abend-Sessions. Das ist ja ganz anders, als es noch vor 10 Jahren war, wo man wirklich sagen muss, da hat sich der Markt geändert und es ist auch schon sehr social geworden, sage ich mal. Und das macht es auch dahingehend spannender. A, weil man sich überwacht, weil man eine gewisse Kontrollinstanz hat und dann natürlich auch ein Stück weit eben ja zusammenarbeiten kann, um da auch was aufzuziehen. Das ist definitiv ein guter Weg, den es, wie gesagt, bis damals ja auch nicht gab. Und viele Kleinanleger verlieren sich da eben immer auch schnell mit dem, wie du sagst, kleine Konten. Und da wäre es ja schön,
manchmal sind die Kunden eben auch bei uns, da heißt es, warum haben wir eine Mindesteinzahlung von 500 Euro zur Accounteröffnung? Andere Broker haben 20 Dollar, ja, gerade im asiatischen Raum, da kannst du mit 10 Dollar schon ein Brokerkonto eröffnen. Das ist ja Pokerstars, das ist ja Glücksspiel. Wobei Poker nicht unbedingt ein Glücksspiel ist, will ich gleich mal sagen, aber Casino, sage ich mal, gibt es ja auch Online-Casino und sowas, wo man einfach nur 10 Dollar einzahlt und loslegen kann. Das ist natürlich eine ganz, ganz, sage ich mal, irrationale Sache, weil mit so kleinen Einsätzen wirst du dauerhaft gar nicht erfolgreich sein. Man muss eben hier dann sukzessive dran arbeiten und da ist immer auch wieder Zeitaufwand, Ertrag, so eine Spirale, ja, wo man sagt, hey, jetzt habe ich 10 Stunden gearbeitet und habe hier im Trading 50 Euro verdient oder 25 Euro nach Steuern oder Verlusten. Dann sagt man irgendwann, fuck, das geht mir zu langsam, verlaubt mit dem Ausdruck. Und dann wird der Hebel erhöht, dann wird praktisch die Size erhöht und das, wie Stefan sagte, es geht ein paar Mal gut und dann ist man so in dem Flow nach dem Motto, jetzt habe ich es raus. Und das fliegt dann aber ganz schnell um die Ohren. Und wie gesagt, vom Trading leben zu können, ist eine der größten Herausforderungen, die es gibt. Wie gesagt, gibt nicht viele Hedgefonds, die länger oder älter als 20 Jahre sind, auch viele Tradinggrößen haben immer ihre Hoch- und Tiefphasen erlebt, ja. Robin Williams zum Beispiel, ob er das wiederholen kann, die Future Challenge, wo er 10.000% gemacht hat, ob er das in den heutigen Marktgegebenheiten machen könnte, sei mal dahingestellt, wobei seine Tochter ja 2-3 Jahre später, ich glaube, da hat sie 1.000% gemacht im Future Contest. Das heißt, es gibt Methodiken, die man erlernen kann, aber am Ende ist es auch viel, viel Psyche und natürlich auch das, dass man hier eben nicht so allein gelassen ist. Und das ist eben heute ganz anders, das macht sie bei ATT ganz anders und ist auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten jetzt, wie gesagt, der Markt dümpelt so ein bisschen daher. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke, wir haben heute trotzdem viele Einblicke gekriegt in und rund um die Szene. Jetzt vielleicht von dem Zuschauer. Wir sind, wie gesagt, jetzt schön zum Nachmittag nochmal aufgebohrt worden. Es kamen jetzt noch einige Zuschauer dazu. Und deswegen mal an die Frage von euch, habt ihr jetzt ein schönes Underlying, was jetzt hier von ATT direkt mal vom Stefan, vom Martin oder auch von Mirko oder Florian haben wir noch gar nicht gehört, Daniel hält sich zurück, wo man einfach sagen kann, dass immer einer von den Jungs so einen Wert nochmal analysiert für euch. Also wie gesagt, es geht hier nicht um Handelsempfehlungen oder Anlagetipps, sondern einfach nur die Beschau, wie hier rangegangen wird. Jeder handelt auf eigenes Risiko, kann man nur nochmal sagen. Und genau, da jetzt mal fühlt euch frei, liebe Zuschauer, das ist eine gute Chance, da mal ein bisschen einen Abgleich zu gehen nach dem Motto, wie sehe ich das, wie seht ihr das? Und zur Frage von Peter, Trading, wie gesagt, oder auch Aktien, ich sage mal auch vermögende Leute, haben alle Portfolios mit Aktien, ja, mit ETFs meinetwegen oder CFD-Indexhandel. Auch wir, JFD hat ja eine eigene Vermögensverwaltung, wo wir eigene Basket-Produkte anbieten, wo man investieren kann. Wenn man selber traden will, muss man eben auch viel Zeit investieren. Das ist wie ein zweiter Job und das Geld verdienen geht nicht von allein. Das heißt, ihr habt es gehört bei Ali vorhin, 1,5-2 Stunden am Abend nebenberuflich. Vollzeit sind das eben auch 6, 8, 10, 12 Stunden Tage, die man da hat. Das ist kein Zuckerschlecken, aber es ist möglich natürlich, sich da ein zweites Standbein aufzubauen, wenn man denn weiß, wie und auch die nötige Geduld, Disziplin und Ausdauer am Markt hat und natürlich auch allen voran die richtige Vorgehensweise. Ja, da ist Ausbildung das A und O und glaubt mir, lieber 5.000 Euro in irgendeine Ausbildung gesteckt, als die 5.000 Euro am Markt gelassen und die lässt man mit Sicherheit, wenn man unvorbereitet sich sozusagen in den Dschungel, in den Haifischteich begibt, weil ganz klar ist, dass hier zehntausende Profihändler, die hier von der Junior- bis zur Senior-Trader-Ausbildung in den Banken da ihren Weg gegangen sind, die lassen sich das Geld nicht aus der Tasche nehmen und schon gar nicht von, sag ich mal, Leuten, wo dann schnell blauäugig an den Markt gehen, um schnell mal Geld zu verdienen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Die Ausbildung ist das A und O und Trading ist halt wirklich ein Beruf, den man nicht innerhalb von 3 Tagen, 3 Wochen oder 3 Monaten erlernt. Das ist ein Prozess der Zeit und die Zahl der 10.000 kommt hier wieder zum Schlage. Habt ihr 10.000 Charts gezeichnet oder auch 10.000 Trades abgefeuert, dann seid ihr schon mal definitiv einen Riesenschritt weiter als viele andere, die dann vorher aufgegeben haben. Und da bleibt der Weg das Ziel, wie es so schön heißt. Okay, was haben wir noch? Air Liquide Aktie wäre interessant, Peter. Ui, sehr spekulativ. Euro British Pfund, weil wir es vorhin hatten. Können wir vielleicht nochmal reinnehmen. Da ist es ja so, haben wir jetzt den Schirm vom, ist das jetzt das ist Stefan sein Schirm oder nee, Mirko, Quatsch, Mirko, Martin, ne? Genau. Euro-Britisch Pfund, habt ihr dazu eine Meinung? Also wie gesagt, wir hatten das Britisch Pfund ja vorhin schon mal ein Stück weit auseinandergenommen. Gibt es da vielleicht eine Meinung zum Euro-Britisch Pfund an dieser Stelle? Hat den einer von euch aus der Crew sozusagen im Blick? Ich kann ja mal ganz kurz zu mir schalten. Klar. So. Also wir sehen ja, was hier passiert ist. Das Ganze ist einfach mal abgestürzt die letzte Zeit. Einfach mal abgestürzt.
Ja, es ist ja sehr stark nach unten gegangen, kann man sagen. Absolut, ist ja Also buchstäblich richtig, also brutal, ne? schon sehr dynamisch. Und dann hat man hier natürlich gesehen, dass sich hier so kleinere Trends gebildet haben, Korrektur, das letzte Tief. Und es ging dann aber hier auch nicht wirklich weiter. Natürlich sind hier so Zonen, wo was passiert, ja. Das heißt, hier hat es jetzt gedreht. Bis heute Morgen hätte man eventuell hier an der Stelle noch daran denken können, eventuell Short einzusteigen. Aber jetzt geht das sehr stark nach oben. Da natürlich, ich meine, der Euro ist zurzeit eigentlich auch schwach, aber das britische Pfund ist halt im Moment noch schwächer unterwegs. Ja, hat man ja auch heute Morgen fundamental ein bisschen durchleuchtet. Natürlich eigentlich das britische Pfund in den meisten Werten in einem Aufwärtstrend, aber sehr stark in der Korrektur, und das könnte halt auch durchmarschieren. Trotzdem würde ich sagen, rein technisch, wenn sich hier untergeordnet ein Abwärtssignal bilden würde, könnte man das nochmal machen. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Hier wurden natürlich ein paar Stops geholt und es geht jetzt auch nach oben. Untergeordnet haben wir natürlich jetzt erstmal hier einen klaren Aufwärtstrend. Wenn sich der umdreht, wäre ich auf jeden Fall nochmal da bereit, da Short einzusteigen. Ansonsten kann man natürlich auch erstmal auf die Korrektur warten und dann eventuell für einen kurzfristigen Trade Long handeln. Jetzt hier in dem Bereich irgendwo noch Long einzusteigen, würde ich nicht machen und Short ebenfalls auch nicht. Das wäre es eigentlich von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wie du das siehst, Christian, aber das wäre auf jeden Fall meine Einschätzung jetzt für diesen Wert. Na, du Mehr kennst gibt ja es das. dazu auch. Also da bin ich durchaus bei dir, gar keine Frage. Aber man kennt ja auch immer die Aussage, 10 Analysten, 10 Meinungen, ne? Aber in dem Fall gehe ich da mit dir konfirm. Die Frage ist auch noch, ob die Parität da kommt jetzt irgendwann, ne? Gerade wenn man jetzt von einer möglicherweise längeren Euro-Stärke ausgeht, das darf man mal gespannt beobachten, wer sich dann hier am Ende durchsetzt, also Euro oder British Pfund. Das ist ja wirklich die Gegenüberstellung in Sachen Brexit-Event schlechthin, ja. Und da sieht man wirklich, wie gesagt, einen starken eingeschlagenen Weg. Und Euro bleibt für mich ja, wie gesagt, vorsichtig bullisch definitiv. Und das Pfund schwankungsfreudig. Ja, Katalonien, vielleicht dürfen wir uns bald, wie gesagt, auch auf eine spanische Währung nochmal einstellen. Aber da, glaube ich, wird jetzt auch hier viel mit heißem Wasser gekocht, wo ich einfach sage, mal ganz ehrlich, also das würde ja, also kann ich mir augenblicklich nicht vorstellen, aber wir wollen hier keine Politik, Spekulation treiben. Ich meine aber, das wäre super grau für das Abspaltung, ja, also mit eigener Währung und eigenes für die Wirtschaft dort eine schlichtweg eine Riesenkatastrophe, weil viele Firmen sich dann wahrscheinlich auch zurückziehen würden aus Katalonien etc. Aber da lasst uns jetzt mal gar nicht so tief drauf eingehen, weil hier geht es ja ums Intraday-Trading, aber natürlich auch um den fundamentalen Rahmen. Hat ja auch Ali vorhin viel erzählt zum britischen Pfund. Ja, und ansonsten, wir sind jetzt schon wieder sehr, sehr gut im Loop. Wir sind schon wieder 2 Stunden plus unterwegs. Ich weiß, dass ATT hier, das sagte ja Ali auch vorhin, ihr macht es praktisch ab 17 Uhr oder jetzt direkt im Anschluss dann sozusagen die Night Session oder die US Session dann. Wann geht das bei euch weiter dann konkret? Also, wir werden jetzt, wenn du, sag ich mal, sagst, okay, du würdest jetzt gehen, machen wir noch eine kleine Aufklärung und erklären den Zuschauern noch, was ATT eigentlich ist, was wir machen. Wir haben ja jetzt auch im Oktober noch einen Ausbildungstermin in diesem Jahr. Ansonsten, das war es dann in diesem Jahr. Und heute um 19 Uhr kann man mit dem gleichen Webinar-Link auch noch an unserer Abendsession teilnehmen. Das heißt, wir haben ja jeden Abend beziehungsweise jeden Tag eine Nachmittagssession, eine Abendsession und auch eine Morgensession zusammen mit unseren Schülern. Und heute Abend können halt die Zuschauer einfach, wenn sie das möchten, an unserer Abendsession teilnehmen und mal schauen, wie die Nachbetreuung stattfindet. Das heißt eigentlich auch nur das tägliche Screen miteinander. Es gibt unterschiedliche Tage, unterschiedliche Themen. Zum Beispiel am Mittwoch ist immer eigentlich der Psychologie-Teil und der Theorie-Teil. Donnerstag ist eigentlich auch immer am Nachmittag Live-Trading und auch am Abend. Ja, morgen die NFPs, deswegen ist nicht so viel zu holen. Und das können die Zuschauer gerne machen. Und jetzt, wenn du gehst, sage ich mal, dann würden wir natürlich nochmal auf ATT eingehen, was wir machen, wer wir sind und so weiter. Okay, also wie gesagt, ich denke, wir haben es im Grobe, haben wir jetzt hier sozusagen die Rahmenbedingungen abgesteckt. Wie gesagt, freue mich auf jeden Fall, dass er heute wieder zugegen war. Der Markt, sagtest du auch selber, wird jetzt so
relativ wenig hergeben. Das heißt, der Live-Trading-Event hat jetzt am Nachmittag sozusagen durchaus die Beschau von dem einen oder anderen Wert gebracht. Aber wir haben natürlich jetzt hier Intraday heute nicht so viel reißen können wie bei manch anderer Webinar-Session. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, auch der Diskurs, den wir hier geführt haben, hatte auch, wie wir auch im Feedback entnommen haben, hier durchaus ein großes Feedback bekommen. Das heißt, ein Stück weit immer aus dem Nähkästchen, soll ja auch so eine Art Traders-Talk sein, wenn man eben einfach mal ein bisschen abklopft, wer kommt woher, was hat man gemacht. Auch die Geschichte von Martin, sage ich mal, vom Restaurantbesitzer zum Trader. Das ist eine interessante Geschichte, die man eben bei solchen Live-Events eben hört. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, da eben auch einzutauchen. Und das liefert sicher auch einen hohen Mehrwert dieser Session, dieser Sendung. Und ja, ich würde es so langsam dann von meiner Seite, von JFD-Seite sozusagen ausklingen lassen. Danke auf jeden Fall für eure Zeit. Wie gesagt, wir haben heute eine große ATT-Crew, aber da war auch, wie gesagt, ein Stück weit eben in der Richtung jetzt heute nicht so viel an Settings. Das heißt, wir werden das sowieso wiederholen. Freue mich da immer, wenn ihr mit bei uns zu Gast seid. Peter schreibt gerade Danke im Chat. Ich sehe es gerade. JFD-Bonus, ja, für aktive Trader ab bestimmte Sizes gibt es auch Handelsrabatte bei uns. Das heißt, wenn ein bestimmtes Volumen im Monat durchgehandelt wird, ist es definitiv so, dass wir da auch Möglichkeiten schaffen, natürlich vergünstigt zu handeln. Das ist ganz klar, wenn viel umgesetzt wird, kann man da auch auf Seiten der Liquiditätsprovider dann natürlich günstigere Commissions produzieren. Das heißt, da gibt es Mindestumsätze. Das aber, wie gesagt, einfach auch mal mit all deinen Fragen, die hin und wieder aufgekommen sind, eine E-Mail an unseren Support at jfdbrokers.de schreiben und dann kriegst du da postwendend eine Antwort, denn wie gesagt, 24 Stunden, 5 Tage die Woche ist da unser Desk besetzt und dann auch zweisprachig Deutsch, Englisch und auch tagsüber andere Sprachen durchaus noch jemand für euch da. Ja, ich sage auf jeden Fall Danke, ich hoffe, es hat mich oder hat euch gefallen, mich und ATT und mich so rum hier heute ein Stück weit zu begleiten an den Märkten. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke für die Ausdauer, Stefan. Ich wünsche auf jeden Fall Ali jetzt dann auch eine gute Besserung in Sachen Halsgeschichte und heute Abend dann eine gute Durchhaltefähigkeit. Ich lade dann auch den zweiten Clip direkt hoch. Wie schon angesprochen, wird es jetzt im Nachgang ein Stück weit noch was zur ATT selbst geben. Wie gesagt, Partner von uns. Wir arbeiten ja hier auf verschiedenen Ebenen zusammen. Auch das angesprochene Copy Trading läuft ja sozusagen hier schon eine ganze Zeit. Und da gibt es reichhaltige Informationen. Und auch, wie gesagt, der Fundus an dem, was man sich hier beibringen lassen kann, ist sicherlich nicht ohne. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Zuschauen. Alles Weitere, wie gesagt, gern per E-Mail an unseren Support, wird immer an mich weitergetragen. Ich sage Stefan, Ali und dem Rest von der Crew vielen Dank für die Zeit heute. Hat uns gefreut, Chris. Definitiv. Das war wieder mal informativ. Nächstes Mal, wie gesagt, werden wir wieder mehr Bewegung haben. Aber wir werden ja jetzt auch noch, wie gesagt, ATT ein bisschen besprechen. Die Fragen, die vorher aufgekommen sind, auf Fragen auch jetzt eingehen. Einiges. Also handelsmäßig wahrscheinlich nicht mehr viel. Schauen wir natürlich, wenn es was ergibt und am Abend ein bisschen zeigen, was wir machen. Und es gibt mir auch die Möglichkeit, dass alle mit uns mal ein bisschen quatschen können und sich austauschen können. Deswegen auch ein Dank an Chris, dass sich die Zeit genommen hat und sich hier den ganzen Tag hingesetzt hat. Logisch. Und diejenigen, die ja dann in Wien, wie Peter und so, an der Schulung teilnehmen, der Chris wird online wahrscheinlich die Woche auch nochmal kommen, eine halbe Stunde, Stunde und Fragen, Antworten stehen. Es gibt ja auch eine Sonderaktion von JFD für Kunden, die in der Schulung dann die zu JFD gehen. Richtig. Die kriegen 25 Trades geschenkt sogar noch dazu, ohne Kommissionen. Also da schaut's, das werden wir auch noch alles dann natürlich erklären. Gern, gern. Wie gesagt, so. Da sind wir bereit. Danke, Ali, für die Worte. Dann, wie gesagt, der von euch, wo noch hier Interesse habe, ich kann es nur empfehlen, bleibt mal dabei, schaut euch das mal an, was die Jungs zu bieten haben. Ich werde das Webinar dann hochladen. Danke auf jeden Fall fürs Dabeisein. Wünsche euch allen noch in Summe einen schönen Tag, viel Erfolg. Auch ATT natürlich, danke, dass ihr heute dabei wart. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von JFD Broker Seite. Jetzt warten noch ein paar andere Tasks, die heute untertag so aufgelaufen sind, auf mich. Das heißt, der Tag ist auch bei mir noch nicht vorbei. Aber ich wünsche euch eine gute Zeit und wir bleiben im Kontakt. In dem Sinne, auf bald und vor allen Dingen happy trading und immer den Spaß dabei nicht verlieren und die Stops nicht vergessen. Also, ciao dabei. Ja, ciao. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. So, dann